Avenidas. Avenidas y flores. Flores. Flores y mujeres. Avenidas. Avenidas y mujeres. Avenidas y flores y mujeres y un admirador. Aline. Aline und Blumen. Blumen. Blumen und Frauen. Aline. Aline und Frauen. Aline und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Ja, 6 einzelne Wörter. Es hat überrascht und überrascht noch immer, dass Sie für so viel Aufregung sorgen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause am Livestream und Sie hier im Publikum. Und ich danke der Schauspielerin Laura Sundermann für das Vortragen des Gedichts von Gomringer. Es heißt Avenidas. Und ja, es hat für viel Aufsehen gesorgt. Es wurde übermalt. Es hatte einige Jahre die Fassade einer Hochschule in Berlin geschmückt, bis einige Studentinnen monierten, dass es sexistisch sei. Und zwar, weil am Ende dieser männliche Mirador, der Betrachter, vorkommt. Das waren die Vorwürfe, man hat darauf reagiert. Es gab natürlich auch Gegenreaktionen, Gegenkritik, viel Aufregung. Und es gab die Reaktion, dass andere Wände nun dieses Gedicht tragen, zum Beispiel in dem Heimatort von Eugen Gomringer in dem fränkischen Rehhaus. Sie sehen es an der Fassade später. Diese Debatte ist nur eine von vielen Beispielen, denn die Kunst steht offenbar unter Beschuss. Nicht nur die Literatur, sondern es gibt auch Beispiele aus der Filmwelt, aus der Theaterwelt, aus der bildenden Kunst. Da werden Bilder von den Museumswänden zum Beispiel abgehängt. Und auch die Wissenschaft steht unter Druck, sodass eine Allianz verschiedener Wissenschaftsorganisationen nun eine Kampagne für die Freiheit der Wissenschaft gestartet hat. Mit dabei ist auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die diese Talkreihe Science On gemeinsam mit der Bundeskunsthalle initiiert hat. Dieses Mal diskutieren wir also, wie es im Jahr 2019 um die Freiheit der Wissenschaft und Kunst steht. Beides ist fest verankert in unserem Grundgesetz. Es wurde vor 70 Jahren hier in Bonn vom Parlamentarischen Rat verabschiedet, feiert im Mai Jubiläum, auch ein Anlass für uns. Sehr wichtig ist uns natürlich auch, was Sie dabei meinen. Und deshalb wird sich gleich mein Kollege Kilian Reichert unter Sie mischen. Bitte einen Applaus für Kilian Reichert. Vielen Dank. Der erste Applaus des Abends, der gebührt aber natürlich eigentlich ihr, Cecile Schortmann. Danke. Ja. Hattest du schon Applaus bekommen, Laura? Nein, noch nicht. Ach, machen wir jetzt. Sehr gut. Also ganz genau, wir haben natürlich eine Runde hier oben auf der Bühne, aber entscheidend ist bei diesem Format, dass alle mitmachen. Wir wollen eine große Runde mit allen Gästen haben und deswegen komme ich gleich auf Ihre Seite und werde Ihnen gerne mein Mikrofon zur Verfügung stellen. Und wir sind wirklich, und das ist dann auch die Konsequenz, wenn man so ein Thema wählt, an Ihrer Meinung interessiert. Nicht geschönt, nicht verändert, nicht irgendwie angepasst, sondern das, was Sie zu diesem Thema denken, das würden wir gerne hören. Und dass wir das sehr ernst meinen oder dass ich das auch sehr ernst meine, das würde ich Ihnen jetzt gerne verdeutlichen, indem ich Ihnen meine Meinung sage. Ich finde nämlich, wenn wir in einem freien Land leben wollen, dann müssen wir auch Kunst oder auch Wissenschaft aushalten, die uns extrem wehtut. Denn nur freie Kunst oder freie Wissenschaft lässt auch zu, dass man in einem freien Land lebt. Das ist meine Meinung, zugespitzt. Aber Sie sehen, Sie dürfen hier fast alles sagen. Und an dieser Stelle begrüße ich auch nochmal schnell alle
Streamer, die uns live verfolgen, zu Hause an den Endgeräten, wie man früher so schön gesagt hat. Wir werden natürlich auch gerne Impulse aus dem Netz mit aufnehmen und dann immer wieder hier mit in die Runde schmeißen. Wenn dort Fragen auftauchen oder irgendetwas inhaltlich Passendes aufpoppt, dann binden wir das hier mit in die Veranstaltung ein. In diesem Sinne würde ich jetzt gerne die Seiten wechseln. Ich danke dir schon mal, Kilian. Danke, bis gleich. Es gab natürlich auch früher schon Angriffe auf die Kunst und Wissenschaft, aber irgendwie haben wir uns doch darauf verlassen, dass beides per se frei ist und haben es als Errungenschaft selbstverständlich genommen, natürlich auch im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Und plötzlich gilt es aber offenbar wieder darum zu kämpfen. Da müssen wir nur einen Blick in andere Länder werfen, Beispiel Ungarn. Aber was genau heißt überhaupt Freiheit in diesem Zusammenhang? Um diese komplexe, hochaktuelle Thematik zu diskutieren, begrüße ich jetzt hier auf dem Podium folgende Gäste. Raffaela Hillerbrand, sie ist Physikerin und Professorin. Bitte kommen Sie. Okay. Sie dürfen dort Platz nehmen. Sie ist Physikerin und Professorin für Wissenschaftsphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie. Ich begrüße Rhein Wolfs. Er leitet dieses Haus, die Bundeskunsthalle, ist Kunsthistoriker. Ich begrüße Hanno Rauterberg. Er ist Kunstkritiker bei der Zeit aus Hamburg angereist. Er hat ein Buch. Hanno Rauterberg hat ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Es heißt, wie frei ist die Kunst, der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus. Und ich begrüße Peter Strohschneider. Er ist Professor für germanistische Medievistik und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als erstes möchte ich jetzt noch mal direkt das eben zitierte Avanidas Gedicht näher beleuchten. Sie haben, wie gesagt, alle wahrscheinlich irgendwie von dieser Diskussion mitbekommen. Ich möchte noch mal zitieren, es steht auch oben, was der Aster genau gesagt hat, dazu gemeint hat. Die Kritik lautete, dass dieses Gedicht eine klassische patriarchalische Kunsttradition reproduziere, in der Frauen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren. Und es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind. Damit zog man sich auch auf heute. Herr Rauterberg, wie nachvollziehbar sind diese Vorwürfe, wenn man sie auch in Zusammenhang mit der MeToo-Debatte betrachtet? Sind erstmal interessante, mutige, ganz im Sinne des emanzipierten Betrachter und der emanzipierten Betrachterinnen gemeinte Äußerungen. Und wir haben eine sehr lebendige Diskussion ausgelöst und ich glaube, der Name Eugen Gomringer war nie so bekannt wie heute. Das ist jedenfalls das Ergebnis dieses ganzen Streits, den es da gab. Und man muss da ein bisschen unterscheiden. Es handelt sich jetzt ja nicht um einen Fall von staatlicher Zensur in irgendeiner Weise, sondern um ein Anliegen dieser Studierenden, die gesagt haben, wir fühlen uns mit diesem Gedicht nicht wohl, weil auf dieser großen Fassade bekommt das so eine Wucht, dieses Gedicht, und wirkt so, als würden wir uns als Hochschule damit identifizieren müssen, als sei das unser Aushängeschild. Und darin erkennen wir uns einfach nicht wieder an dieser Hochschule. Das ist eine Hochschule, an der vor allem Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Sind wir doch irgendwie weiter, als das in diesen Äußerungen, in diesem Gedicht, dieser konkreten Poesie so deutlich wird. Und es gab dann einen langwierigen Prozess. Es wurde in allen Gremien der Hochschule lang und breit darüber gestritten. Und am Ende hat man quasi demokratisch dafür entschieden, dieses Gedicht zu übermalen und etwas anderes auf die Wand zu pinseln. Das kann man natürlich sehr kontrovers sehen, weil man auch sagen muss, in der historischen Dimension ist das Gedicht natürlich gar nicht diskutiert worden. Das ist vielleicht damals etwas anderes bedeutete in den 50er Jahren, als es heute bedeutet, und dass man Kunstwerke vielleicht auch immer in ihrem Kontext sehen muss. Aber was ich interessant wirklich daran finde, ist, dass lange Jahre, lange Jahrzehnte Museen wie dieses hier dazu aufgerufen haben, dass die Besucherinnen und Besucher nicht einfach passiv ins Museum gehen, nicht einfach die Kunstwerke konsumieren, sondern dass sie selber ein Gefühl dafür entwickeln und dieses Gefühl auch artikulieren und in Diskussion einbringen. Und genau das ist in gewisser Weise passiert. Man könnte sagen, dass die Kunst
jetzt unter dem leidet, was auch Künstlerinnen und Künstler immer gewollt haben. Das ist so die etwas paradoxe und vielleicht etwas perfide Pointe dieses Streits. Aber Herr Rauterberg, Sie sagen ja, dass dann im Grunde der Schutz des Publikums vor den Zumutungen des Künstlers höher gewürdigt wird als eben der Schutz des künstlerischen Werkes. Da verschiebt sich ja etwas. Was macht das? Das verschiebt sich. Man merkt, die sozialen Medien regen viele Menschen dazu an, Stellung zu beziehen und auch sehr klare Urteile, teilweise auch sehr harsche Urteile zu äußern und zu artikulieren. Und sie geben tatsächlich den Gefühlen sehr großen Raum. Man könnte fast meinen, in einer Welt, in der wir leben, in der so viele Werte kontingent geworden sind, dass man nicht mehr genau weiß, was gilt eigentlich. Moralvorstellungen sind so relativ geworden. Je pluraler die Gesellschaft wird, desto weniger kann man sich eigentlich auf bestimmte Wertebilder noch berufen. Dass am Ende diese Gefühle das sind, auf die sich jeder berufen kann und die mir auch niemand bestreiten kann. Wenn ich sage, wie die Studierenden es gesagt haben, ich habe Angst. In mir steigen ungute Gefühle auf, wenn ich dieses Gedicht lese, dann ist das quasi ein Argument. Aber mit diesem Argument ist das kann man nicht schlecht umgehen. Und das wird in ganz vielen Debatten, die wir im Moment erleben, so artikuliert. Leute berufen sich auf ihre unguten Gefühle. Und da geht es dann nicht mehr um die Kunst und um die Frage, was meint eigentlich die Kunst, was hat der Autor oder der Urheber eines Kunstwerks sich vielleicht dabei gedacht, muss ich das teilen oder stelle ich mich dazu in Opposition, sondern es wird dann sehr generell gesagt, nein, das kann dann auch nicht mehr weiter dort zu sehen sein, das soll mich nicht weiter behelligen. Solche Fälle haben wir gehabt, in zahlreichen Fällen gab es dann auch tatsächlich Kunstwerke, die abgebaut werden mussten. Aber wenn Kunst aufgrund von Gefühlen beurteilt wird, das ist ja sehr, sehr heikel. Die Studenten selber sagen oder die Studentinnen, das sei auf keinen Fall Zensur. Aber was ist es dann? Naja, man könnte es. Sie haben gefordert, dass es übermalt wird, dieses Gedicht. Nein, es ist nicht Zensur, weil das Kunstwerk, das Gedicht existiert ja weiterhin. Es ist populärer denn je. Jeder kann es im Internet, kann es in der Buchhandlung nachlesen. Das ist ja anders als in einer Diktatur, wo dann tatsächlich das ganz gelöscht werden soll, nach Möglichkeit aus dem öffentlichen Bewusstsein. Aber es sind schon Prozesse, eben basisnahe Prozesse. Man kann es auch Zensur von unten polemisch nennen. Also es gibt eben dieses beliebte Instrument, könnte man fast sagen, des Shitstorms, also dass Leute mobil machen, Petitionen aufsetzen, plötzlich 20.000 Unterschriften oder 120.000 Unterschriften dafür gesammelt werden, dass eine bestimmte Videoinstallation, in der es um Tierrechte geht, ich spreche jetzt über einen Fall im Guggenheim-Museum, in der Hunde auftreten, die aufeinander gehetzt werden, dann nicht mehr gezeigt werden darf, weil man dafür ist, dass Tierrechte hochgehalten werden. Also Tierrechte zählen in dem Falle dann tatsächlich mehr als die Rechte der freien Kunst, die ja auch immer das Recht einschließen, dass Kunstwerke nicht nur produziert werden, sondern auch gezeigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Herr Rauterberg, eine Frage, die wird uns später noch öfters begegnen. Es ist ja interessant, von welcher Seite diese Kritik kommt, nämlich von Studentenseite, also von Kreisen, die früher dafür gekämpft haben, dass es eine Freiheit gibt in der Kunst, für Toleranz kämpfen, für Pluralismus. Und auf einmal wird dieser Pluralismus eingeschränkt und genau von dieser Seite kommt die Kritik. Was erzählt uns das über die Gesellschaft heute? Wir erleben eine starke Moralisierung der Gesellschaft insgesamt. Und auch die Moral wird auch zu einem Instrument im Kampf um bestimmte Haltung. Und Haltung kann man dann eben sich besonders stark auch in diesem Feld, gerade der Linksliberalen, des linksliberalen Milieus, als so eine Art Alleinstellungsmerkmal fast oder als ein Aufmerksamkeitsmerkmal an die Brust heften. Und das ist tatsächlich eine Verschiebung. Wenn man sich anguckt, wie die politischen Kämpfe und um Kunst und Kultur in den 80er, 90er Jahren in den USA, findet man viele Formulierungen auf einer rechtskonservativen Seite, ganz ultrakonservativen auch, die heute in diesem linksliberalen studentischen Milieu wiederkehren. Also da ist eine Verschiebung zu beobachten. Man könnte es auch einen kulturellen Klimawandel nennen. Es gibt auch noch Kritik von konservativer Seite oder sagen wir rechter Seite, Beispiel AfD, da kommen wir später zu. Darf man nicht unterschlagen, auf keinen Fall. Ich zitiere nochmal den Artikel 5 Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Wir haben jetzt gerade über Avenidas gesprochen, sozusagen als Einleitung. Wir wollen hier heute Abend klären, wieso dieser Artikel genau so drinsteht im Grundgesetz. Das ist auch
historisch motiviert. Dann wollen wir klären, wie sehr diese Freiheit eben heute in Frage gestellt, attackiert wird, sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft. Wir werden über weitere Beispiele sprechen, zum Beispiel über die Michael Jackson-Ausstellung, die hier gerade gezeigt wird, und in der Wissenschaft über die Feinstaubgrenzwerte, über diese Debatte, die Sie alle mitbekommen haben. Und wir fragen, wer warum Kritik anbringt und welche Konsequenzen wir daraus ziehen, wie wir damit umgehen können, was das für unsere Demokratie, unsere freie Gesellschaft bedeutet. Zuerst möchten wir kurz zurückblicken, Frau Hillerbrand, wieso steht dieser Artikel genauso im Grundgesetz? Also das ist eine interessante Frage, weil es natürlich die deutsche Verfassung, ähnlich wie die österreichische, von vielen anderen unterscheidet, von Ländern, die wir stärker vielleicht mit Forschungsfreiheit in Verbindung bringen, wie USA oder Frankreich, in denen viele Mittel freigegeben sind, in der biomedizinischen Forschung etwa, die bei uns nicht freigegeben sind, war natürlich eine Reaktion auf das nationalsozialistische Deutschland, in dem wir konfrontiert waren, oder die Väter, Mütter des Grundgesetzes konfrontiert waren mit der Verfolgung von Künstlern, aber auch von Wissenschaftlern, nicht arische Physik, entartete Kunst und so weiter. Und diese unbedingte Nennung der Freiheit der Forschung und der Kunst als solche ist eine andere Art, wie man sich auf das Grundgesetz bei der Freiheit der Forschung beziehen kann, als in den USA, bei dem man sich in Debatten auch auf das Grund, also auf die Constitution bezieht, bei der Freiheit der Forschung als eine Form menschlicher Autonomie zu begreifen ist. Und das deutsche Grundgesetz ermöglicht eine deutlich weitere und auch noch andere Arten der Begründung und andere Arten der Fassung der Freiheit der Forschung. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, wir reden immer gern von Angriffen auf die Wissenschaft. Wir denken daran, Verbote mit Tieren, mit Menschen zu forschen, mit Stammzellen zu forschen. Wir denken ans Verbote vielleicht, Denkverbote über Climate Engineering. Aber wenn wir als Wissenschaftler von Freiheit der Forschung reden, reden wir auch ganz oft von positiver Freiheit, von Ermöglichung. Also dafür, dass auch Geld dafür bereitgestellt wird. Und das ist eine Debatte, die ganz, ganz eng mit der anderen verwoben ist, aber nochmal ganz, ganz anders, den Rahmen noch viel weiter aufspannt. Und so wie das da steht, diese unbedingte Forderung ist natürlich sehr unterbestimmt. Also wirft zumindest, denke ich, drei Fragen auf. Also wozu sind wir frei? Also Freiheit der Ziele. Freiheit der Mittel, also was dürfen wir einsetzen? Stammzellen, Menschen, Tiere, die sind natürlich miteinander verwoben. Das eine ist ohne das andere leer, aber es sind andere Begründungen, die man heranzieht und andere Fragen, die man sich anschaut. Und nicht zuletzt, wer ist überhaupt frei? Das gilt gar nicht in der Kunst, denke ich, wie in der Wissenschaft, die wissenschaftliche Gemeinschaft oder der individuelle Wissenschaftler. Wenn es um Ermöglichung geht, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Frage. Es ist ja wahrscheinlich gar nicht für uns alle so selbstverständlich, dass Kunst und Wissenschaft diesbezüglich zusammengezogen werden. Herr Strohschneider, wie sinnvoll ist es, dass es in diesem Artikel um Wissenschaft und Kunst geht, um die Freiheit von beiden? Wie viel haben die diesbezüglich miteinander zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge, und zwar in der Fortsetzung dieses Arguments, auch im Vergleich zum Beispiel zu den US-amerikanischen Freiheitsrechten im First Amendment. Es sind eben zwar einerseits Individualrechte, aber sie sind andererseits auch funktional begründet als Freiheitsrechte und nicht nur sozusagen als Ausfluss individueller Freiheit, sondern aus einer Funktion. Und da würde ich sagen, auf einer ganz abstrakten Ebene ist klar, warum Kunst und Wissenschaft in dieser Weise das nämliche Freiheitsprivileg genießen, weil ihre Funktion im allerallgemeinsten Sinne, würde ich sagen, darin besteht, die Gesellschaft mit Neuem, Irritierendem, Provozierendem, also mit Eigendynamik auszustatten. Und das ist eine Leistung, also mit diskursiver Eigendynamik, wenn Sie so wollen. Und das ist eine Leistung der Kunst wie der Wissenschaft, jedenfalls moderne Kunst, an die da ja zunächst und vorzüglich gedacht ist, ist ja eine Kunst, die sich selbst beschreibt als eine Form, Erwartungsdurchbrechungen zu organisieren, sage ich mal im allgemeinsten Sinne. Und das gilt für Wissenschaft als Erforschung von oder als Produktion von neuem Wissen in gleicher Weise. Moderne Gesellschaften können sich nur denken als Gesellschaften, die eine eigene innere Dynamik haben. Das unterscheidet sie eben von traditionalen Gesellschaften. Sie müssen sich mit Neuem, mit Irritation, mit Dynamik ausstatten. Und Kunst und Wissenschaft sind zwei entscheidende Instanzen, die moderne Gesellschaften haben, um diese Dynamik zu organisieren. Und das garantiert funktional, ganz unabhängig von Menschenwürde, Artikel 1,
Islams und so weiter. Da werden ja ähnliche Privilegien gewissermaßen schon mit impliziert im Grundwertekatalog des Grundgesetzes und anderer Menschenrechtserklärungen. Das garantiert diese besondere Fassung. Es steht da nicht, dass die Künstler und die Wissenschaftlerinnen frei sind. Herr Wolfs, wenn es um die Freiheit der Kunst geht, was genau ist damit geschützt? Was ist gemeint? Ja, man muss das eigentlich zweiteilen, denke ich. Man sieht einerseits wird gezielt auf den Wirkungsbereich, andererseits auf das Werk selber. Es gibt den Werkbereich, es gibt den Wirkungsbereich. Es geht um die schöpferische Gestaltung, um die freie schöpferische Gestaltung auf der einen Seite. Es geht aber auch auf die Art und Weise, wie ein Kunstwerk letztendlich wirken kann und wie es einen Freiraum um sich herum bilden kann und wie es auch in die Gesellschaft hineinwirken kann. Das sind zwei Paar Schuhe, die natürlich auch immer wieder zusammengedacht werden können. Und am prägnantesten werden die manchmal auch zusammengedacht, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, denke ich. Wir haben auch sozusagen die Laborsituationen für die Kunst geschaffen in den letzten zwei, drei Jahrhunderten. Also jetzt rede ich vor allem mal kurz von der bildenden Kunst. Wir haben die Museen geschaffen, wir haben die Kunsthallen geschaffen. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren die sogenannten White Cubes geschaffen, dort, wo die sterilen Räume die Kunst optimal wirken lassen, aber innerhalb von einem Kreis, die eigentlich auch noch beschränkt ist und die nur teilweise stellvertretend für den gesellschaftlichen Kreis gedacht werden kann. Also wir haben diese Wirkung, die eigentlich frei sein sollte, haben wir eigentlich, ob das jetzt aus vorauseilender Gehorsam ist oder ob das ist, weil wir ansonsten nicht gut wissen, was wir damit tun sollen. Wir haben das eigentlich eingeschränkt in diesen laborähnlichen Räumen, in diesen Räumen, wo die Kunst nicht immer so gut wirken kann, weil sie nicht über diesen kleinen Kreis hinausgehen kann. Und momentan sind wir in einer Phase, meines Erachtens, wo die Wirkung der Kunst in dem öffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Raum plötzlich prägnanter diskutiert wird. Und dann sieht man, dass da, und das hat zu tun mit dem, was Herr Rauterberg vorher auch gesagt hat, da kommt einerseits die, ich sage jetzt mal, der neue moralische Fokus, der neue ethische Fokus auf der einen Seite, das sich ändern von Libertarismus in vielleicht eine andere gesellschaftliche Haltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, dass immer mehr in den öffentlichen Raum hinausgehen von diesen Kunstwerken. Vielleicht nochmal die Frage dieser Unterscheidung, ob man die wirklich noch so treffen kann zwischen dem Museumsraum und dem Raum dort draußen. Denn alle tragen ja mittlerweile ihre Kamera, ihr Smartphone, ihren Computer sozusagen mit sich herum und damit auch eine Weltöffentlichkeit mit sich herum. Das heißt, diese Trennung ist nicht mehr so da und das heißt auch, der schützende Rahmen ist nicht mehr so selbstverständlich. Das hat sich auch in diversen Diskussionen gezeigt, unter anderem um ein Bild von Balthus, der ein halbnacktes Mädchen, das war, ist noch nicht mal halbnackt, aber ein aufreizend posierendes Mädchen gezeigt hat. Und plötzlich fingen an, Leute sich darüber zu beklagen. Ein Grund ist, glaube ich, der, dass dieses Bild eben nicht mehr nur in diesem Kontext des Museums zu sehen ist, im Kontext der Geschichte, der Malerei und so weiter, sondern plötzlich ein allverfügbares Bild ist. Und niemand genau weiß, was mit diesen Bildern passiert, wenn sie einmal rund um den Erdball spülen. Und es ist so ähnlich wie mit den Mohammed-Karikaturen. Solange die im westlichen Rahmen gezeigt werden, wissen alle, es handelt sich um eine Karikatur und wir wissen alle, wie wir mit Karikaturen umzugehen haben. In dem Moment, in dem es andere Kulturkreise erreicht, ist dieser Status plötzlich fragwürdig, wird in der Regel nicht akzeptiert und entsprechend gibt es viele Konflikte. Also auch daher, wenn wir von dieser neuen Art von Öffentlichkeit rühren, glaube ich, viele dieser Streitigkeiten her. Balthus, Mohammed-Karikaturen, Avenidas, das Gedicht, wir haben jetzt ein paar Beispiele schon mal gehört, wo es Angriffe auf die Freiheit der Kunst gibt. Wir nähern uns jetzt mal der Wissenschaft, wir brauchen nur nach Ungarn zu blicken, um zu sehen, wie die Wissenschaft beschnitten werden kann. Herr Strohschneider, wie alarmierend ist das? Es gibt auch Beispiele aus den USA und der Türkei zum Beispiel, aber bleiben wir mal bei Ungarn, denn das ist uns sehr nah. Naja, also alarmierend ist das schon. Es
ist nur, vielleicht tun wir gut daran, zu versuchen, sagen wir mal, eine Art von Typologie oder so etwas zu machen. Also das Interessante an dem Gomringer oder das in diesem Zusammenhang oder einer der in diesem Zusammenhang interessanten Aspekte ist ja nicht, dass es sich bei den Avenidas um ein besonders virtuoses Gedicht handeln würde. Das kann man nicht sagen. Also da hat der Gomringer andere... Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ja, das ist ein Kunsturteil, das ist noch kein Argument. Da hat der Gomringer anderes produziert. Das Interessante ist der Anspruch der Studierenden auf die Hochschule als einen irritationsfreien Raum. Und das hängt unmittelbar mit dieser Freiheitsfrage zusammen. Deswegen habe ich das ja versucht, als eine, also Kunst und Wissenschaft als Instanzen der Selbstirritation, der Selbstdynamisierung von Gesellschaft zu fassen. Demgegenüber geht es, glaube ich, bei der Orbanschen Angriff auf die Central European University und bei vielen vergleichbaren Vorgängen, also sagen wir mal, die akademische Geschichtspolitik der Hindu-Nationalisten in Indien wäre ein Beispiel, die neue chinesische Geschichtspolitik wäre ein solches Beispiel, geht es um relativ klar konturierte Formen einer Machtpolitik, einer Machttechnik, die daran interessiert ist, etwas, was sie als machtpolitische Störung, nicht sozusagen als epistemische Irritation oder ästhetische Irritation auffasst, eine machtpolitische Störung aus der Welt zu schaffen. Und die wird dann im Falle der illiberalen Demokratie, das ist ja das Schlagwort von Herrn Orban, die wird dann antisemitisch grundiert, indem George Soros eben als Instanz eines globalen jüdischen Gründer oder Stifter Neokapitalismus inszeniert wird, der auf diese Weise da die Bildungsinstitutionen okkupiere. Da würde ich sagen, das gehört in den Zusammenhang national- und rechtspopulistischer Politiken, die ein gut beschreibbares Interesse daran haben, die institutionalisierten Formen von Wahrheitsdiskursen in modernen Gesellschaften in den Griff zu kriegen. Und die wichtigsten Instanzen, nachdem sozusagen Religion allgemeine gesellschaftliche Verbindlichkeit eingebüßt hat, die wichtigsten Formen dieser Wahrheitsdiskurse wären das Mediensystem, das Justizsystem und das Wissenschaftssystem. Und das kann man ganz gut beobachten. Das passiert in Polen in gleicher Weise. Also man fängt bei der Gerichtsbarkeit an und geht dann zum Mediengesetz über. Bis dahin denken die Wissenschaftspolitiker, dachten sie, in Polen ist wunderbar, unsere Budgets steigen weiter. Jetzt gibt es aber ein neues Universitätsgesetz. Also das sind Etappen und diese Etappen kann man in Ungarn beobachten, die kann man in der Türkei beobachten, an vielen anderen Plätzen der Welt. Ich glaube, dass sich darin in dieser Art von neuen Formen autokratischer Herrschaft, die wir versuchsweise populistisch nennen, neuen Formen autokratischer Herrschaft, die eine Art von formal demokratischer Legitimation für sich in Anspruch nehmen, aber tatsächlich nicht demokratisch sind, dass man dort eine Krise der liberalen, konstitutionellen Demokratie beobachten kann. Und die ist nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern ein weltweites, betrifft sozusagen den Typus westlicher Herrschaft, um das so zu sagen. Und da ist Ungarn nur gewissermaßen der prominente Fall, weil das innerhalb des Rechtsraums der Europäischen Union passiert. Und das ist sozusagen ganz unmittelbar skandalös. Und es hilft uns nicht zu sagen, naja, das sind die autokratischen Traditionen, die in der asiatischen Steppe schon immer geherrscht haben. Aber Frau Hillebrand, ich würde gerne mal Frau Hillebrand fragen, wie das jetzt in Deutschland aussieht. Weil das ist sozusagen das Horrorszenario. Aber auch hier gibt es, also natürlich sind wir, würde ich mal sagen, weit davon entfernt. Aber es gibt auch hier Angriffe auf die Wissenschaft. Wie sehen die aus und wie befürchten, also wie angsterregend sind die? Ich glaube, wir sind in Deutschland weit weg davon entfernt, ungarische Verhältnisse zu haben. Wir haben auch hier Angriffe, Sie haben es gerade Moralisierung der Gesellschaft genannt, am Anfang im Bereich der Kunst, das haben wir natürlich auch in der Wissenschaft. Ich glaube auch, das sind
gefühlt quantitativ keine neuen Phänomene und auch qualitativ nicht. Wir hatten früher auch schon Angriffe auf die Freiheit der Mittelwahl. Die kamen von anderen Gruppierungen, die kamen viel stärker von der Kirche. Wir haben jetzt eine Bottom-up-Bewegung, die nicht mehr in den klassischen gesellschaftlichen Gruppierungen zu finden ist. Und damit muss man erstmal umgehen, damit müssen wir alle lernen, umzugehen. Die Medien, die Wissenschaft, die Kunst. Aber ich glaube auch nicht, dass es notwendigerweise was Schlechtes ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit den Grenzen der eigenen Freiheit. Denn so allgemein formuliert ist ja, wenn ich wissenschaftliche Freiheit als eine Form der Autonomie bezeichne, dann hat die ihre Grenzen in der Freiheit der anderen. Weil Religionsfreiheit, Sie hatten die Tiere schon erwähnt, auch ein Grundgesetz, das grundgesetzlich verankert ist. Und das sind natürlich Dinge, die sehr schwierig zu beantworten sind im Allgemeinen und vielleicht auch immer nur kontextuell beantwortet werden können, was das Ganze natürlich auch so schwierig macht. Also ich glaube, man kann diesen ganzen Diskurs, wie wir jetzt in Deutschland haben, also über Ungarn möchte ich jetzt nicht reden, auch nicht über die USA, das möchte ich da ausnehmen, aber wie wir ihn jetzt in Deutschland haben, kann man das auch als Chance zumindest für die Wissenschaft begreifen. Gut, auch wenn das weit weg ist, auch wenn unsere Verhältnisse anders sind, auch wenn Sie sagen, das gab es schon immer Angriffe, trotzdem gibt es ganz konkret jetzt zum Beispiel von der AfD Angriffe insofern auch die Forschung. Also einerseits monieren Sie, dass die Forschung zu gelenkt sei, zu tendenziös, und andererseits wollen Sie aber selber inhaltlich Einfluss nehmen, insofern, als dass Sie zum Beispiel die Genderforschung gar nicht mehr haben möchten, weil das nicht ins Weltbild passt. Also das ist ja schon eine Entwicklung, wo man sagen kann, kannte man vorher so nicht, oder? Denke ich, kannte man schon. Also durch den Einfluss der Kirchen auf die Mittel. Weil, okay. Gut, jetzt geht es um die Ziele oder um den Gegenstand des Forschungsbereichs. Aber ich denke, man kannte das in Deutschland von Seiten der Kirche, ja. Genau. Schaut mal, darf ich dazu etwas sagen? Ja. Also ich glaube auch, dass man sagen muss, diese Freiheitsrechte sind immer umstritten. Es gibt sie nur in der Form des Umstrittenseins. Der Streit ist die Form, in der wir diese Freiheitsrechte und diese Freiheitsansprüche kontinuierlich gesellschaftlich jeweils neu aushandeln. Das wäre die erste Bemerkung. Die zweite, natürlich gibt es solche, oder natürlich, es gibt jedenfalls in der Bundesrepublik solche populistischen Angriffe auf Wissenschaftsfreiheit, und dazu gehört eben der Anspruch der AfD, dass man die sogenannte Genderforschung abschaffen müsse oder dass der anthropogene Klimawandel kein valides wissenschaftliches Ergebnis sei. Interessanter ist eigentlich, also finde ich jedenfalls, nicht das Umstrittensein als solches, sondern die Modalitäten der Bestreitung von Wissenschaftsfreiheit. Also ich bin in meiner Amtsfunktion, auf die Sie ja vorhin angespielt haben, in der Lage gewesen, die Frage von AfD-Bundestagsabgeordneten beantworten zu müssen. Jetzt sagen Sie doch mal, wie viel Geld haben Sie eigentlich gekriegt vom BMBF für die DFG, um die ganzen Flüchtlinge ins deutsche Wissenschaftssystem zu integrieren? Jetzt sagen Sie doch mal, wie viel Geld haben Sie gekriegt, um überall diese Genderforschung zu finanzieren? Ich sage darauf gar keins, denn die DFG bekommt keine gewidmeten oder so gut wie keine gewidmeten Budgets, sondern sie entscheidet selbst über die Verteilung dieser Budgets, und insofern kommt das Geld sozusagen mit einer Zweckbindung, aber die lautet nur Forschungsförderung und nicht irgendwie Flüchtlingsintegration oder so etwas. Das Interessante ist der Nachsatz der AfD-Abgeordneten. Sagen Sie uns das und sehen Sie mal, wir verteidigen künftig Ihre Wissenschaftsfreiheit gegen diese Form von politischem Durchgriff, die da unterstellt wird. Das Interessante daran ist, dass ein Freiheitsrecht gewissermaßen gegen sich selbst gewandt wird, politisch. Und das ist eine populistische Strategie, so wie die Propagierung von direkt demokratischen Elementen ein Angriff auf die repräsentativ-konstitutionell-parlamentarische Demokratie ist. Und wir werden nachher vielleicht in anderer Zusammenhang noch darauf kommen, dass es Ähnliches in der Wissenschaft, im Streit um die Wissenschaft auch gibt. Also das Wenden eines Prinzips, eines gesellschaftlichen Teilsystems gegen dieses Teilsystem, gegen das Teilsystem selbst. Das ist eine politische Taktik, auf die wir ziemlich schlecht vorbereitet sind. Das ist interessanterweise, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, in der Kunstwelt ganz ähnlich zu beobachten, ganz genau, dass sich Rechtspopulisten, auch einzelne Künstler, die sich eher als rechtsstehend begreifen,
Ans Reverpin, dass Sie die Verteidiger der Autonomie seien. Genau. Während ja viele linke Künstler in Anführungszeichen ja die Autonomie verrieten, weil sie sich instrumentalisieren ließen für politische Belange beispielsweise. Ja. Also eine ganz interessante Verschiebung auch in dem Bereich, weil die Autonomie war ja eigentlich immer der Inbegriff der freiheitlichen und damit auch der progressiven. Da ändern sich die Kampfformen und sozusagen die bisherigen Rechtfertigungsmuster und Verteidigungsstrategien für so etwas wie Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, die zerschellen an solchen Taktiken. Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaftsfreiheit oder der Wissenschaft leidet auch unter solchen Diskussionen wie um ganz konkret die Feinstaubgrenzwerte und um den Klimawandel. Dazu wollen wir Sie gleich befragen. Aber vorab nochmal an Sie beide, die hier sozusagen für die wissenschaftliche Seite stehen. Also wenn wir also Gegner des Klimawandels haben, sei es der amerikanische Präsident, sei es andere, die ganz klar sagen, das ist alles totaler Quatsch. Bei den Feinstaubdiskussionen taucht auf einmal ein Papier von vermeintlichen Wissenschaftlern auf, die behaupten, die Grenzwerte sind viel zu hoch und die Gesundheitsbelastungen sind ja eigentlich gar nicht so schlimm. Wie kommt man denn dann, weil das ist ja relativ polemisch dann auch oft, wie kommt man denn dann überhaupt zu objektiven Diskussionen zurück, wo man wirklich sagen kann, das sind wissenschaftliche Ergebnisse, die kann die Bevölkerung für bare Münze nehmen, darauf können wir uns verlassen und damit können wir hantieren. Also ich glaube, so unangenehm das klingt, die Komplexitäten, die Debatten wieder zurückholen. Ich glaube, viel liegt nicht nur an der wissenschaftsfeindlichen Seite, sondern ein Teil des Problems ist, glaube ich, auch die wissenschaftsfreundliche Community, die gerne wissenschaftliche Aussagen unterkomplex kommuniziert. Also wissenschaftliche Aussagen sind in der Regel unsicher. Es sind Voraussetzungen, die drinstecken und bei vielen wissenschaftlichen Ergebnissen, die uns angehen, stecken auch Werteannahmen drinnen. Und diese zu verschleiern, die Unsicherheiten nicht ordentlich zu kommunizieren oder vielleicht gar nicht zu wissen, wie man die kommunizieren kann, ist, glaube ich, auch ein Problem, wo man sich auch als Wissenschaftler fragen kann, kann man das besser machen, was sich auch die Wissenschaft fragt. Die Klimatologie kann man da vielleicht wirklich auch als Beispiel oder als Best Practice heranziehen, wie man mit solchen Debatten umgehen kann. Ich glaube, man müsste die Debatte wieder komplexer machen und wissenschaftliche Aussagen nicht auf Fakten runterbrechen, weil das sind sie nicht nur. Sie sind Fakten plus die Voraussetzungen, plus Informationen, die zu ihnen gehören. Also Deutungen von Fakten. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, diese Feinstaubdebatte. Und die Kategorie der Objektivität hilft da nicht so richtig weiter. Wenn man sagt, wissenschaftliches Wissen ist vorbehaltliches Wissen, es ist immer ungewiss, es muss seine eigenen Grenzen mitkommunizieren, seinen eigenen Status. Das ist die Linie, die Sie gerade da verfolgen. Und das passiert nun gerade nicht oder nur in einer verdrehten Weise. Also da tritt eine Gruppe von Ärzten auf, die ein pseudowissenschaftliches Ergebnis behaupten. Das ist auch so alt wie die Wissenschaftsgeschichte, dass zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft unterschieden werden muss. Das ist gar nichts Neues und das passiert auch in ständigen Auseinandersetzungen. Der interessante Vorgang ist ja nicht dieses Papier der Lungenärzte, die sagen, die Feinstaubwerte sind zu hoch. Das Interessante ist ein Verkehrsminister, der darauf reagiert, indem der sagt, das wussten wir sowieso, wir brauchen mehr Forschung. Ja, das ist die Taktik. Und es ist genau dieselbe Taktik, wie ich sie gerade in dem anderen Fall beschrieben habe. Die amerikanische Wissenschaftssoziologin Naomi Oreskes hat darüber ein Buch geschrieben unter dem Titel Margins of Doubt. Die Händler des Zweifels. Das ist der Zweifel am Zweifel als Prinzip der Wissenschaft. Der Bundesverkehrsminister benutzt das wissenschaftliche Prinzip vorbehaltlichen Wissens, der methodischen Skepsis, um im Interesse seiner eigenen politischen und ökonomischen Klientel oder seiner eigenen politischen Position, diesen Zweifel zu benutzen, um die relativ verlässlichen, nicht objektiven, aber relativ verlässlichen, jedenfalls für politische Entscheidungsprozesse und regulatorische Entscheidungsprozesse, hinlänglich verlässlichen wissenschaftlichen Ergebnisse zu delegitimieren, indem er sagt, wir brauchen mehr Forschung. Mehr Forschung heißt, die Forschungsergebnisse sind für uns irrelevant. Das ist der Sprechakt. Und das ist genau dasselbe Verfahren wie bei den Populismen, das Prinzip eines Systems zur Zerstörung der Geltung dieses Systems zu benutzen. Wir haben gerade gehört, die Diskussion muss komplex geführt werden. Dazu gehören Sie, das Publikum. Wo bist du, Kilian? Ich hoffe, wir hören jetzt was von Ihnen. Genau, ich bewege mich
top-down quasi, um dann bottom-up, Frau Hillerbrand, hier zu kommunizieren. Ich habe mich von der Bühne aus mal nach rechts außen bewegt, das passte zu dem AfD-Thema eben. Wir haben hier ein, glaube ich, paar Schülerinnen, ne? Schulklasse seid ihr, oder? Jetzt haben wir es eben gehört, Herr Strohschneider hat das sehr imposant erklärt, dass man ja gar nicht mehr weiß, was man eigentlich wirklich glauben kann. Wissenschaft ist ja nicht gleich Wissenschaft. Wie seht ihr das oder wie siehst du das, wenn dir jemand quasi ein wissenschaftliches Ergebnis vorträgt? Wovon machst du abhängig, ob du das glaubst oder nicht? Ja, das ist natürlich sehr schwierig und man ist natürlich auch, wird dazu verleitet, einfach zu glauben, was da steht. Vor allem, wenn man das ja auch so aus dem Schulalltag gewöhnt ist, einfach quasi zu schlucken, was man vor sich hat. Und dann ist es natürlich schwierig zu differenzieren, wobei es auch gerade in Geschichte zum Beispiel oder anderen Fächern wird einem ja auch methodisch quasi beigebracht, zu hinterfragen, was man da sieht und vor allem bei der Arbeit mit Quellen. Und fehlt dir das im Wissenschaftsbereich, in den naturwissenschaftlichen Fächern oder eben auch in den, ich gehe jetzt mal den Schritt zum Privaten, in den sozialen Medien? Ja, schon. Also man merkt da schon auch einen Unterschied, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, dass man da sich, also da ist es wirklich meistens reines Faktenpauken und überhaupt kein Hinterfragen mehr. Darf ich vielleicht in Anspruch anmelden, dass es mit meiner Amtsfunktion schwer vereinbar wäre, wenn hängen bliebe, ich hätte begründet, dass man der Wissenschaft nicht mehr glauben dürfe. Da kriege ich irgendwie... Um Gottes Willen, das war nicht also die Aussage. Also diese Paraphrase ist, die ist irgendwie ein bisschen unterkomplex. Ja? Ich gehe mal eine Reihe weiter nach oben und... gehe jetzt einfach mal hier zu einem Herrn, der, glaube ich, kein Schüler mehr ist, aber wir lernen ja alle nie aus und wir sprechen wieder über die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Wie glaubwürdig, wenn man das so allgemein überhaupt fragen kann, ist für Sie die Wissenschaft, wenn man das so sagen darf? Ich glaube, das ist unheimlich schwierig zu beantworten. Man muss sich selber informieren über bestimmte Wissenschaften und dann sich selber ein Bild machen. Ob das Bild dann tatsächlich das Richtige ist, das möchte ich hinterfragen. Okay, vielleicht gebe ich das einmal noch weiter an den Herrn rechts vor mir. Wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen, wie sehen Sie das als Privatmensch, wenn Sie zu Hause Ihre Quellen einfach mal so bedenken? Wo können Sie da für sich dann Glaubwürdigkeit festmachen? Hat das was mit Personen, hat das, wie eben bei der Schülerin gesagt, tatsächlich mit den Quellen zu tun oder eben auch mit der Einschätzung, mit der Bewertung von Menschen, die man kennt oder denen man vertraut? Ja, ich habe da einen etwas anderen Hintergrund, weil ich aus der Naturwissenschaft komme. Ich habe also Chemie studiert und habe von daher einen anderen Zugang zu solchen Sachen. Und von daher habe ich vielleicht ein etwas anderes Grundvertrauen in solche Aussagen. Das ist gut und auf jeden Fall einen Applaus wert. Ich würde gerne, ja, wir haben eine Wortmeldung hier, dann nehmen wir sie erst mal dran. Einen Moment. Ich möchte auf den Ausgangspunkt der Diskussion zurückkommen. Auch wissenschaftlich argumentiert, das Gedicht, wenn Sie dann Literaturwissenschaftler hätten und dieses Gedicht analysieren, dann denke ich, wäre es an der Zeit, einmal zu sagen, Frauen und Mädchen, wovor habt ihr Angst? Vor einem Admirador, einer, das heißt, er bewundert. Es steht nicht, er grapscht. Es steht nicht, er hat gepflückt. Also man könnte zum Beispiel Goethes Gedicht nun schon mal eliminieren. Ich sah ein Knab, ein Röslein stehen, der pflückt. Davor kriege ich Angst. Aber wenn ich jetzt als Frau inzwischen so weit bin, dass ich Angst habe vor jemandem, der mich bewundert, dann finde ich bei aller Kritik, dass das etwas für eine Hochschule zu weit geht. Ich denke, man müsste dabei bleiben, dass man ein Wort wirklich bewertet. Und Gefühle, die da hineinkommen, sind, glaube ich, zu der Zeit, als ich groß geworden bin, sind die Gefühle sicherlich anders gewesen, als ich im Nachhinein sie vielleicht jetzt unter der MeToo-Debatte sie jetzt sehe. Jetzt als alte Frau, wenn ich einen Bewunderer hätte, ich würde ja ratschlagen. Und das Nächste, wenn Sie, was ich etwas schade finde, wenn Sie gleich auf die AfD zu sprechen kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier einen Konsens haben. Auf der
ich sehe mich ein wenig auf der Verliererseite, weil es nur noch darum geht, dass man so richtig weiß, was richtig ist. Und wenn ich nicht mehr auf der Seite derer bin, die das so bewerten können, dass das so richtig ist, ich vermisse, dass hier nicht besprochen wird, dass an den Universitäten ja viele Studenten sind, die verhindern, dass gewisse Professoren kommen, die eingeladen wurden, aber die, weil es nicht richtig ist, was sie vertreten, verhindern die Debatte, die sie hier eigentlich gerne wollen. Das schwappt von England rüber. In England, wenn Sie da die Presse verfolgen, und ich habe Freunde drüben in England, da wird reihenweise an Universitäten Professoren wieder ausgeladen, weil sie dem Druck des ethischen, moralischen nicht standhalten. Und ich denke, dass das unheimlich schwierig ist, weil ich auch nicht gerne immer auf der Verliererseite bin. Ich glaube, das geht so, ja. Das geht so ein bisschen, Herr Wolfs, auch in die Richtung der Deutungsfreiheit und Hoheit. Geben wir diese Deutungshoheit ab? Ich glaube, Cecile, dass wir den Punkt vielleicht mitnehmen in den künstlerischen Teil gleich nochmal. Auch von mir aus kann aber jetzt Herr Rauterberg auch direkt oder Herr Schneider direkt dazu, bitte. Also ich wollte nur sagen, weil Sie von der Literaturwissenschaft gesprochen haben, also die Auseinandersetzung mit diesem Gomringer-Gedicht hat mit Literaturwissenschaft überhaupt nichts zu tun. Literaturwissenschaft muss Argumente anbieten, ist eine argumentierende Wissenschaft. Und Angst ist zwar eine relevante psychische Affektation, aber jedenfalls kein literaturwissenschaftliches Argument. Die Bedeutung eines Wortes in jedem Fall. Also für mich zeigt sich die Problematik gerade dieses Vorgangs rund um Eugen Gomringer vor allem in der Geisteshaltung, die Sie ja auch beschrieben haben, die da aufscheint und die sich dann sehr reflexartig entlädt oder zu entladen droht. Wobei ich finde, dass Gefühle durchaus auch ihren Raum haben in öffentlichen Debatten. Kunst funktioniert ja auch in weiten Teilen nicht nur über literaturwissenschaftliche Kriterien, sondern auch erstmal über die Frage, berührt mich etwas, regt mich etwas an. Und tatsächlich könnte man nicht sagen, Gomringer zeigt seine Aktualität, zeigt seine Brisanz gerade darin, dass es solche Gefühle immer, dass dieses Gedicht immer noch in der Lage ist, solche Gefühle zu wecken und hervorzurufen. Die Frage ist nur, muss es dann verschwinden, wenn es ungute Gefühle sind? Oder kann ich ungute Gefühle auch als etwas Produktives in dem Sinne erfahren und bewerten, dass ich sage, Mensch, erst da lerne ich mich doch selber richtig kennen. Wenn ich merke, was mir Angst macht und auf dieser abstrakten Ebene des Gedichts lerne ich meine Gefühle auch zu reflektieren. Ein weiterer Schritt ist der, dass natürlich diese Art von Umgang mit der Kunst sich dann auch im Umgang mit der Wissenschaft und mit den Fragen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spiegelt. Und das haben Sie ja in Ihrem zweiten Teil Ihres Beitrags auch angesprochen. Und da geht es konkret darum, dass ich auch mit Leuten gesprochen habe, die an dieser Alice-Salomon-Hochschule lehren und die mir beispielsweise erzählten von einem Seminar, in dem es um Kants kategorischen Imperativ ging. Also ganz simple Einführungsveranstaltungen und es eine Reihe von Studierenden gab, die sagten, wir wollen uns hier gar nicht mit Kant und schon gar nicht mit dem kategorischen Imperativ befassen, denn Kant, wissen wir ja, hat sich sehr despektierlich gegenüber Schwarzen geäußert, hat sich sehr despektierlich gegenüber Frauen geäußert, also scheint er uns kein Philosoph mehr zu sein, mit dem man sich befassen muss oder mit dem wir uns befassen wollten. Also da zeigt sich das, was Sie beschreiben, die Unfähigkeit oder der Unwillen, auch bestimmte Positionen in historische Perspektive zu stellen und auch zu gucken, wie verhält man sich dazu, dass die Dinge früher nicht nach unseren heutigen moralischen Kategorien zu bemessen waren und anderen Gepflogenheiten gehorchen. Die Dame hat ja noch den Punkt angesprochen, dass Gäste, Redner ausgeladen werden. Das ist ja wieder etwas anderes, was wir alle kennen, wissen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollten, Herr Strohschneider. Ich wollte nur dazu sagen, also ganz auf der Linie, von gerade, dass die Gesellschaft, in der wir leben und die meisten Menschen auf der Welt in einer Weise komplex sind, dass sie es nicht aushalten, dass die eigenen partikularen moralischen Ansprüche universalisiert werden. In dieser Weise.
und zwar sowohl auf die Gesellschaft insgesamt bezogen. Meine Affektation durch dieses Gedicht ist für alle anderen verbindlich, unabhängig davon, ob sie sich affiziert fühlen oder nicht, und zwar für alle, die mit mir diese Hochschule teilen. Und sie geht einher mit einer moralischen Rückabwicklung der gesamten Geschichte. Also die gegenwärtigen moralischen Ansprüche werden als raumzeitlich, gesellschaftlich universal gesetzt. Und das halten unsere Gesellschaften auf gar keinen Fall aus. Wir müssen, so komplex, so pluralistisch wie diese Gesellschaften sind, so sehr sie durchfurcht sind von Differenzen und unterschiedlichsten Ansprüchen, Weltverhältnissen, Deutungslagen und so weiter, wir müssen eine Form des Umgangs mit Pluralismus finden, und die Moralisierung ist sozusagen ein Angriff auf alle diese pluralistischen Diskussionen. Und letzter Satz in diesem Zusammenhang, und damit geht einher, dass wir ganz unklar machen die Rede, dass wir ganz unklar machen die Differenz zwischen der Rede von den Rechten, wir reden hier von einem Grundrecht, und der Rede von den Werten und den Normen und den Moralen und so weiter. Die Grundrechte sind verbindlich, die Moralen sind partikular. Wir haben jetzt ein weiteres Beispiel aus der Kunst. Also aus der bildenden Kunst, da geht es, das ist völlig unabhängig von der MeToo-Debatte, es geht nicht um das Verhältnis von Männern und Frauen oder um die Darstellung von Frauen, sondern es geht um die Darstellung von Schwarzen in den USA. Es gab 1955 einen afroamerikanischen Jungen, der von zwei Polizisten aus rassistischen Gründen in Mississippi ermordet wurde. Er wurde schlimm zugerichtet. Die Mutter hat entschieden, dass sie den Sarg öffnet bei der Beerdigung, um der Welt zu zeigen, was diese Rassisten sozusagen mit diesem Jungen getan haben. Dieses Bild ging um die Welt, hat ikonografischen Charakter erhalten, und eine weiße amerikanische Künstlerin hat, ich glaube 2017, dieses Foto zur Grundlage genommen für ein Kunstwerk, Open Casket heißt es. Es gab eine riesige Diskussion darum. Der Vorwurf, sehen wir es schon, genau, dort sehen Sie auf der einen Seite das Bild selber, auf der anderen Seite wiederum eine Performance, einen performativen Akt, der dieses Bild in Frage stellt, denn der Vorwurf vieler Afroamerikaner, speziell einer Künstlerin, einer Schwarzen, war, dass das kulturelle Aneignung sei, dass eine weiße Künstlerin sich anmaßen würde, das Leid eines Schwarzen zu Profit sozusagen auszubauen, sich diesbezüglich zu bereichern. Eine große Diskussion, die natürlich auch speziell mit der Situation in den USA zu tun hat, mit dem Rassismus dort. Herr Rauterberg, es ist ein Fall, der zeigt, da geht es nicht um das Kunstwerk selber, sondern es geht um die Identität der Künstlerin. Und das ist genau das Problem, oder? Ja, aber um den Rahmen vielleicht ein bisschen größer zu ziehen, also es geht tatsächlich nicht nur um Konflikte, die in den USA ausgetragen werden. Wir haben das auf ähnlicher Ebene beispielsweise bei Fragen, beim Karneval oder Fasching und wer eigentlich welche Kostüme anziehen sollte, oder noch darf sich auch jemand, der weiß, ist schwarz schminken beispielsweise, bei solchen Fragen, da taucht auch dieses Argument der kulturellen Aneignung, die eigentlich illegitim zu sein scheint, immer wieder auf. Auch in der Modeindustrie, in der Popkultur beispielsweise, gibt es diese Vorwürfe immer, dass Weiße bitteschön nicht mit den klassischen Dreadlocks, wie manche Schwarze sie tragen, auftreten sollten, weil das sei etwas Genuines, das nur der schwarzen Kultur eigen ist, und deshalb dürften Weiße nicht darauf zugreifen. Und ähnlich war das in dieser Debatte auch, dass das Argument der Künstlerin, die auftrat und sagte, dieses Bild, das Sie eben gesehen haben, das muss vernichtet werden. Das war eine schwarze Künstlerin, die sagt, diese Geschichte, diese Leidensgeschichte, diese Ikone der Bürgerrechtsbewegung, die gehört uns, uns den Schwarzen. Und auch in der Debatte um diese Petition, die sie aufgesetzt hat, sollten sich bitteschön auch keine Weißen zu Wort melden dürfen. Also auch da so eine ganz starke Einschränkung auch des Diskurses, wie wir es in der Wissenschaft dann auf ähnliche Weise erleben. Es wird darauf Wert gelegt, Unterscheidungen vorzunehmen, und diese Unterscheidungen werden eben auf Grundlage von Hautfarbe, von Geschlecht, von eben Dingen geführt, die niemand für sich ändern kann oder nur unter sehr schwierigen Bedingungen ändern kann. Und das wird unter der Fragestellung diskutiert, dass es hier um Emanzipation geht. Schwarze sind lange unterdrückt worden, auch schwarze Künstlerinnen und Künstler sind in den Museen nicht so präsent, wie man sich das wünschte.
Und entsprechend sagt man, muss halt die Freiheit der Kunst eingeschränkt werden für insbesondere Weiße und vor allem auch für weiße Männer, damit dann deutlich wird, dass es diese Unterdrückung gegeben hat und jetzt so ein ausgleichendes Moment auftaucht. Mhm. Und das ist natürlich schon problematisch, weil beispielsweise der Künstlerin Dana Schatz dann auch im Folgenden noch immer wieder vorgeworfen wurde, sie habe sich nicht ausreichend distanziert. Man hat dann in anderen Städten gesagt, sie dürfe eigentlich gar keine weitere Ausstellung mehr bestreiten, solange das Bild nicht vernichtet sei. Sie selber hat dann interessanterweise auch auf so einer identitätspolitischen Schiene argumentiert, indem sie gesagt hat, naja, ich bin nicht schwarz, kann also da auf der Ebene nicht mitreden, aber ich bin Mutter. Und insofern kann ich nachfühlen, was die Mutter dieses ermordeten Jungen möglicherweise gefühlt hat. Sie geht also ein auf diese Unterscheidung, die sich nach Geschlechtlichkeit dann treffen lässt, woraufhin dann sofort ihr gesagt wurde, sie habe keine Ahnung, das sei eine wahnsinnige Anmaßung, sie sei schließlich keine schwarze Mutter und das sei etwas ganz anderes als eine weiße Mutter zu sein. Dennoch finde ich in dem Fall, also weil Sie sagten vorhin, dass das nicht verständlich ist, dass das ein männlicher Mirador, dass das eine Bedrohung ist, sehe ich genauso, aber in dem Fall ist es ja erstmal verständlich, dass Afrikaner mit der Geschichte der Ausbeutung in den USA oder woanders auch erstmal verletzt fühlen oder man kann die Vorwürfe, glaube ich, anders verstehen. Man kann sie, glaube ich, nicht sofort vom Tisch wischen und sagen, das ist totaler Blödsinn. Trotzdem ist die Frage, aber das würde ich gerne Herrn Wolfs fragen, wo die Grenzen der Freiheit der Kunst sind oder warum Sie da trotzdem sagen würden, dennoch die Freiheit der Kunst steht absolut darüber. Also in diesem Fall würde ich sagen, die Freiheit der Kunst steht drüber. Aber also wir müssen aufpassen, dass die Instrumentalisierungsdebatte, dass sie nicht ein eigenes Leben führt. Und wir müssen auch, ich denke, wir müssen auch aufpassen, und da komme ich zurück auf, was wir vorhin kurz angedeutet haben, wir müssen auch eine historische Perspektive bewahren. Und diese historische Perspektive ist sehr wichtig. Und ich denke, dadurch, dass wir... dass Dana Schutz dieses Thema genommen hat, dieses Bildmotiv genommen hat, dass sie damit nicht unbedingt politische Instrumentalisierung betrieben hat. Sie hat künstlerische Appropriation betrieben. Das ist eine Technik, eine Methode, die in der bildenden Kunst seit etwa 30 Jahren gang und gäbe ist und die nun mal zu einem eigenen Genre auch sich entwickelt hat. Und ich würde eigentlich gern sehen, dass diese Appropriation auch gewissermaßen fortgeschrieben werden kann. Diese Appropriation, die sorgt dafür, dass, ich würde mal sagen, Diskurse in die Wege geleitet werden. Und das Werk ist eigentlich eine Plattform, um einen Diskurs zu bilden, wo sehr fördernd auch diese Problematik diskutiert werden kann und diese historischen Ereignisse eine neue Plattform kriegen. Das ist doch fantastisch, wenn in diesem Whitney Museum dieses historische Ereignis eine neue Plattform kriegt und dass die Fragen zwischen weiße Vereinnahmung und schwarze Besitzansprüche gewissermaßen da ausdiskutiert werden. Und das Werk muss dann für mich aus nicht abgehängt werden. Das Werk muss da bleiben, um diese Plattform weiter zu bedienen und diesen Diskurs weiterzuführen. Mhm. Ich denke, es ist eine wahnsinnig interessante Debatte, weil die Debatte wegführt von dem, worum es letztendlich geht. Es wird die Aneignung und die Instrumentalisierung in den Vordergrund genommen und das, was eigentlich diskutiert werden müsste und was diskutiert werden könnte, wenn das Werk hängen bleiben würde, das gerät in dem Hintergrund. Darf ich da einen Satz anfügen zu dieser Beobachtung? Das ist ein Streit um Systeme von Differenzen, um das mal abstrakt zu sagen. Es werden Unterscheidungen eingeführt, zum Beispiel ethische Sex-Gender-Unterscheidungen und so weiter, aber nicht an einer Stelle, wo bisher keine Unterscheidungen gewesen wären, sondern an einer Stelle, wo bisher andere Unterscheidungen waren. Zum Beispiel eine, die für moderne Kunst und Wissenschaft entscheidende Unterscheidung zwischen dem Kunstwerk und der Künstlerin und dem Künstler oder zwischen dem Wahrheitsanspruch der Wissenschaft, kommen zurück auf das, was Sie gerade diskutiert haben, und der Glaubwürdigkeit der Wissenschaftlerin. Wahrhaftigkeit ist eine subjektbezogene Kategorie, Wahrheit ist keine subjektbezogene.
bezogene Kategorie. Sie meinen, man könnte auch über das Bild sprechen, ohne zu wissen, ob es jetzt von einer Künstlerin oder einem Künstler oder einem Schwarzen oder einem Weißen oder einem Asiaten gemacht wurde. Das war jedenfalls ein Anspruch moderner Kunst, sozusagen die Qualität, den Diskurs über das Kunstwerk nicht von der Identität des Künstlers abzuleiten, so wie es der Anspruch moderner Wissenschaft war, Wissensansprüche zu erheben, die nicht zum Beispiel von der Autorität des Sprechers, Wenn es um die Unterscheidung von, Sie sagten ja, Künstlerin und Kunstwerk, wir kommen jetzt zur Unterscheidung von Künstler und Kunstwerk geht, dann ist die Ausstellung, die hier gerade läuft, eine sehr gute Diskussionsgrundlage. Sie haben sicherlich alle die Debatte darum mitbekommen, ob die Ausstellung über Michael Jackson jetzt gezeigt werden darf, kann, nachdem neue Vorwürfe gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern oder von Minderjährigen bekannt geworden sind durch einen Dokumentationsfilm. Da haben manche Radiosender nicht mehr die Lieder von Michael Jackson gespielt und Herr Wolfs wurde gefragt, wie er das überhaupt machen kann. Wieso war für Sie Abblasen dieser Ausstellung keine Option? Also Sie sagen es richtig, es ist eine Ausstellung über Michael Jackson, es ist keine Ausstellung mit Werken von Michael Jackson, das ist Punkt 1. Zweiter Punkt ist, es ist eine Ausstellung, die über das Medium der bildenden Kunst auf das Phänomen Jackson reflektiert. Ich möchte nicht behaupten, dass man Kunst und Werk, Künstler und Werk unbedingt und vom Anfang an voneinander trennen muss. In erster Linie muss man sie kurz getrennt denken, aber wenn man dann so eine phänomenale Geschichte sieht, im Sinne von Phänomengeschichte sieht, da muss man natürlich sehen, dass diese Trennung nicht scharf zu machen ist. Da muss man klar machen. Die Popkultur negiert diese Trennung, ja, die in der Hochkunst sozusagen etabliert worden ist. Das geht noch viel länger zurück. Also sobald ein Künstler in seinem Werk etwas zeigt, was wir mit gesamtkunstwerklichen Anspruch vielleicht betiteln könnten, und das ist bei Jackson, beim Phänomen Jackson durchaus der Fall gewesen, ob er das selber gemacht hat oder ob seine ganze Industrie drumherum dieses Bild gemacht hat und diesen gesamtkunstwerklichen Anspruch in die Welt gesetzt hat. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass natürlich dann die Trennung zwischen Künstler und Werk nicht mehr scharf zu machen ist. Zurück aber zur Frage. Also einerseits, es ist eine Ausstellung über Michael Jackson, über das Phänomen Michael Jackson, nicht über die Biografie, aber über das Phänomen. Zweitens, es ist gefiltert durch die Wahrnehmung der Künstler und Künstlerinnen. Drittens, darunter sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die wie zwei Drittel der Menschheit in den 80er und 90er Jahren letztendlich ein Fankult fast gepflegt haben in Sachen Michael Jackson, die Teil dieses Riesenphänomens und dieser Riesenmedia-Hype geworden sind und gewesen sind. Viertens, es gibt in der Ausstellung aber auch andere Positionen. Und fünftens, die Ausstellung ist für mich eine Plattform zur Selbstermächtigung der Besucherinnen und Besucher, die imstande sind, mit dem Wissen, was jetzt neu in der Welt gesetzt wird, mit den Vorwürfen, die neu in der Welt gesetzt werden, um ganz anders einen Umgang zu vielen Werken in der Ausstellung auch zu finden. Und ich merke das bei vielen Menschen, mit denen ich rede, auch bei Führungen, die ich mache, dass man imstande ist, unterschiedlichen Umgang mit diesen Werken zu finden. Und das finde ich im Sinne der Freiheit der Besucherinnen und Besucher letztendlich auch ein wichtiges Zeichen. Sie sagen andere Positionen, das Bild, was wir jetzt hier gerade sehen von David LaChapelle, das ist ja eine, ich würde mal sagen, eine dermaßen Überhöhung, dass fast die Frage ist, ist es Ironie, was ist es? Entzaubert ist den Mythos Michael Jackson, inwieweit ist es ernst gemeint? Das ist ernst gemeint. Das ist ziemlich ernst gemeint. Das ist zwar verschlüsselt in eine biblische Allegorie, aber dadurch doch ernster gemeint, würde ich fast behaupten. Es ist natürlich mit dem momentanen neu entflammten Vorwurf, die im Raum stehen und mit dem Dokumentarfilm, der dann am kommenden Samstag hier in Deutschland zu sehen sein wird, wirft das ein anderes Licht auf diesem Werk und geht man das nochmal anders schauen. Es gibt natürlich tausende Fragen, die man sich stellt, auch im Sinne von, ist das jetzt tatsächlich ernst, was der LaChapelle da gemacht hat? Ich denke, es ist ernst, was er da gemacht hat. Es ist ein künstlerischer Ernst, ein allegorischer Ernst, aber letztendlich ist es für mich als Besucher, als Betrachter, ist es dadurch, dass LaChapelle das so ernst gemeint hat, kriege ich einen neuen Umgang mit diesem Werk, worin ich sagen kann,
jetzt habe ich das auch im Griff und jetzt kann ich den La Chapelle und den Jackson auch nochmal zusammendenken und kann ich dieses Phänomen, was stattgefunden hat, nochmal ganz anders beobachten. Mhm. Die Arbeit ist fertiggestellt worden nach dem Tod von Michael Jackson, ist ziemlich kurz nach dem Tod entstanden und ist Teil einer Serie von Werken, worin er eine Allegorie bildet und von American Jesus redet. Das geht sehr weit, das geht sehr, sehr weit. Und ich denke, es ist eine düstere Ecke in der Ausstellung gewissermaßen. Also so würde ich das als Kurator auch bezeichnen. Aber es ist eine wichtige Ecke, dass sie auch gezeigt wird. Mhm. Weil das war die Realität an vielen Orten und das war die, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Realität. Und das ist letztendlich, wenn wir zurückblicken, unsere Mediengesellschaft, unsere globalisierte Mediengesellschaft, die letztendlich da angekommen ist, Herr Rauterberg, wo jedes Bild, was wir sehen in Museen, in Kunsthallen, auch sofort ins Netz gestellt wird und sofort in der Öffentlichkeit funktionieren kann. Jetzt ist, sagen Sie, Michael Jackson ein Beispiel dafür, wo eben Kunstwerk und Künstler nicht klar zu trennen sind. Es gibt aber auch in der Kunst Beispiele, wo Werk und Biografie, sagen wir mal, nichts miteinander zu tun haben. Ein Schauspieler, der vielleicht im Privatleben jemanden sexuell missbraucht hat, aber was nichts mit der Kunst zu tun hat, die auf der Leinwand zu sehen ist. Zum Beispiel wird aus einem Film rausgeschnitten. Frau Hillerbrand, mich würde interessieren, in der Wissenschaft ist diese Verschmelzung von Werk, Leistung und Person eigentlich überhaupt kein Diskussionsgegenstand eigentlich, aber es gab mal einen Fall von einem englischen Nobelpreisträger, der sexistische Sprüche gemacht hat und deshalb seines Jobs enthoben wurde, aber eigentlich wird es da klar getrennt, oder? Diese Art von moralischen Vorwürfen, denke ich, wird stärker getrennt, weil natürlich der Anspruch der Wissenschaften ganz anderer ist. Sie haben es gerade Wahrheitsanspruch genannt, empirische Adäquatheit, wie man es auch immer nennen will, aber der Anspruch ist trotzdem ganz anderer erkenntnistheoretisch als der Kunst. Aber ich glaube schon, dass wir auch durch die reflexive Forschung über Wissenschaft in der Soziologie, in der Philosophie, in der Geschichte viel besser wissen heute, dass man den Forscher aus seinen Ergebnissen nicht so hundertprozentig rausdividieren, wie wir das so gerne hätten. Also die Wissenschaft, die Ansprüche guter wissenschaftlicher Forschung sind ja oftmals und müssen auch als Ansprüche an die wissenschaftliche Community und den individuellen Forscher formuliert sein, was schon so ein bisschen das Problem aufzeigt. Und wir wissen heute auch viel stärker, dass auch in Bereichen, die man so klassischerweise eher in die Grundlagenforschung abgetan hätte, gewisse moralische Werturteile oder man braucht sie nicht, ich habe Probleme mit nicht epistemisch, nicht erkenntnistheoretische Werte als solche eingehen, sich nicht rausdividieren lassen. Das gibt natürlich auch diesen ganzen Angreifen von der AfD, so unsympathisch die uns sind, natürlich eine gewisse Front, wo sie angreifen können und wo vielleicht auch zu Recht angreifen können. Aber es gibt auch eine ganz positive Verkoppelung von wissenschaftlichem Wissen und Wissenschaftlern. Preisverleihungen, das Heroismusmodell vom Forscher heraus, vom Selbstversuch und so weiter, das sind alles mythische Narrativisierungen, wo die Wissenschaft ganz eng zusammengebracht wird, das epistemische Wissen ganz eng. Aber was würde passieren, wenn jetzt sich herausstellte, Albert Einstein war ein Kinderschänder? Ja, dann würden wahrscheinlich die Albert-Einstein-Bilder abgehängt werden müssen in der Hebräischen Universität. Das ist ja die Frage. Ja. Also, aber ich glaube, es gibt diesen Personenkult in der Wissenschaft. Wir öffnen jetzt die Diskussion nochmal ins Publikum. Ich denke, es sind viele Dinge gesagt worden, wo Sie vielleicht nochmal nachfragen möchten oder wo Sie vielleicht Stellung zu beziehen wollen. Genau. Ilian? Ich sitze in der ersten Reihe. Ich kenne dich in diesem Bild immer nicht so genau. Ach, da vorne genau, wir sprechen einmal noch schnell mit Laura Sundermann, unserer Schauspielerin. Sie hatten eben, Herr Wolfs, das so als dunkle Ecke in der Ausstellung gezeichnet bei diesem einen Bild und Sie hatten von Angriffen, gerade jetzt von der AfD gesprochen, Frau Hillerbrand. Da würde mich interessieren, welche Fälle kennst du, wo beispielsweise von welchen Seiten auch immer Einfluss auf zum Beispiel Spielpläne oder Inhalte auf der Theaterbühne zu berichten ist? Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt. Also an dem Theater hier in Bonn hat das gar nicht stattgefunden, die AfD ist ja aber auch nicht präsent. Also da gab es keinen Versuch der Einflussnahme. Ich kenne Fälle aus Berlin, von der Schaubühne Berlin, da hat die Beatrix, ich komme leider immer durcheinander, Storch, ja, von Storch,
da, glaube ich, eine Unterlassungsklage versucht einzulegen, weil sie sich diffamiert sah in einem Stück. Ich habe es nicht gesehen. Ich finde das dann immer so ganz schwierig. Ich kann darüber jetzt nicht urteilen. In Potsdam ist es auch passiert. Da ist ein Stück über Flüchtlingshelfer sollte stattfinden. Und da ist ganz massiv versucht von der AfD, das zu verbieten. Und das finde ich relativ furchtbar. Steht im Parteiprogramm der AfD. Ja, aufbauende Spielpläne, nur deutsche Stücke, sowas wie Kleists Hermannschlacht, ne, wo man so... Aber Herr Rauterberg, Sie haben in Ihrem Buch auch ein anderes Beispiel mit drin. Da geht es um Beep. Damit spielen wir das vielleicht einmal kurz zurück und dann gehen wir nochmal zum Publikum über, wo man jetzt nicht nur die Angriffe unbedingt von der rechten Seite sieht, sondern auch aus ganz anderer Richtung. Also ich finde, wichtig ist, dass man das jetzt nicht gegeneinander ausspielt und sagt, die einen machen es, dann machen es die anderen auch oder was auch immer. Aber das ist aber man kann es vielleicht so vergleichen. Ja, aber nicht gleichsetzen oder auch nicht dadurch relativieren, das finde ich schon wichtig. Also das ist der Vorgang, auf den Sie sich beziehen, ist, glaube ich, auch 2 oder 3 Jahre liegt das zurück, dass in Berlin eine Aufführung eines Dresdner Stückes, einer Dresdner Produktion auf den Theatertagen dort stattfinden sollte. Ein Stück, das 89-90 spielt, von Peter Richter geschrieben und in dem dann der oberste Intendant gesagt hat, er möchte eben das Wort Neger, das fällt in dem Stück, nicht ausgesprochen wissen. Das kennen wir auch von Pippi Langstrumpf, und, ne? Da sollte das auch. Ja, genau, und zwar sagt das in dem Stück ein Nazi. Nazis neigen gelegentlich dazu, solche Ausdrücke zu verwenden. Also verwendet auch diese Figur, die dort in dem Stück vorkommt, diesen Begriff. Wird aber auch gleich zurechtgewiesen und so weiter und so weiter. Ist aufgehoben. Sollte dann eben nicht gesagt werden, sondern stattdessen Envy mit der Begründung, es könnten sich Menschen, die im Publikum sitzen, und traumatisiert sind, dadurch eben ungut berührt fühlen. Und das ist so ein Beispiel, wo es dann ja eben so eine Form von, ich würde sagen, Zensur ist es nicht, sondern es ist eine Form von Rücksichtnahme, die vielleicht aber dazu führt, dass wenn man es weiterdenkt, wenn es üblich wird, dazu führt, dass man eher fast so eine Art neosozialistisches Theater hat, in dem dann nur Dinge vorkommen sollen, die auch richtig sind und gut sind oder sehr aufgeklärt sind. Ein sehr didaktischer Theaterbegriff jedenfalls. Wenn ich Sie dann einfach so weitergeben darf, dann verstehe ich Sie richtig, dass Sie wollen, dass das eben auch wehtun muss, darf, damit wir drüber nachdenken. Nein, und in dem Fall geht es eher mal um Realismus in gewisser Weise. Genau, dass man das, was in der Gesellschaft los ist, auch auf der Bühne abbildet. Mhm. Haben Sie schon mal bei einem Kunstwerk gedacht, dass das zu weit geht, dass das so nicht mehr geht mit der Freiheit? Ich persönlich nicht. Also ich habe einen sehr, sehr weiten Begriff von Kunstfreiheit. Mir fällt zum Beispiel das Bild von Max Ernst ein, die Mutter Gottes, die das Jesuskind züchtigt, was ja auch damals zur Entstehungszeit ein ziemlicher Skandal war und was heute uns eigentlich relativ kalt lässt, die meisten jedenfalls. Mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, wir hatten jetzt nur Beispiele, wo die mangelnde Trennung von Autor und Werk als was ganz, also negative Konsequenzen hatte für die Rezeption des Werkes. Es gibt aber durchaus auch die Möglichkeit, diese Tendenz ja quasi marketingtechnisch zu nutzen. Da fällt mir zum Beispiel Michel Houellebecq ein mit seinem neuen Roman, der ja genau damit spielt, dass eben das in der Schwebe bleibt. Wie weit kann man Autor von den Romanprotagonisten trennen? Also man kann es auch ganz gut instrumentalisieren. Und mich würde auch interessieren, vielleicht kann Herr Rauterberg da was zu sagen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir zu dieser Distanzierung nicht mehr in der Lage sind? Also tatsächlich haben Sie recht, es wurde auch lange beispielsweise in der Rezeption von Caravaggio immer darauf Wert gelegt zu betonen, was für ein übler Charakter er war und dass er möglicherweise jemand umgebracht habe und so weiter, weil das beglaubigte die Dramatik seiner Bilder und schien dann noch dramatischer zu sein, wenn man wusste, dass er offensichtlich auch selber Verbrechen begangen hat. Und bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein war das gar nicht so unüblich, den Künstler auch als eine Art Verbrecher zu beschreiben. Also Beuys hat zum Beispiel gesagt, also Verbrecher und Künstler sind doch eigentlich Weggefährten, die überschreiten Grenzen, die tun Dinge, die gesellschaftlich nicht gelitten sind. Das sind eigentlich Außenseiter, die uns nochmal vorführen, wo unsere eigenen moralischen und auch sonstlichen strafrechtlichen Grenzen verlaufen, was wir als selbstverständlich betrachten und was eben möglicherweise einer Überschreitung bedarf. Und warum das sich
so stark verändert hat, gerade in den letzten Jahren, hat natürlich etwas damit zu tun, beispielsweise mit Trump, den Sie ja schon erwähnten, dass wir auch im politischen Raum plötzlich mit ganz vielen dieser Überschreitungen konfrontiert sind. Also das, was lange als an Michael Jackson auch so faszinierend war, dass man nie genau wusste, ist das jetzt noch ein Kind oder ist das ein Erwachsener, ist das eine Frau, ist das ein Mann, ist das ein Weißer oder ein Schwarzer, diese Art von Unsicherheit, diese Art von Ambivalenz ist so stark geworden in ganz vielen Bereichen, durch die Globalisierung, durch das Internet, durch die vielen Populisten, die es gibt, dass es offensichtlich ein starkes Bedürfnis gibt bei vielen Menschen, die Grenzen wieder deutlicher zu ziehen, und das, was man Ambiguitätstoleranz nennt, ist nicht mehr so verbreitet, weil man das Gefühl hat, man braucht wieder Dinge, auf die man sich berufen kann, auf staatliche Grenzen, also nationalstaatliche Grenzen oder auf die Grenzen der eigenen Identität, die dann sich begründet eben in Geschlechtlichkeit oder in Hautfarbe und solchen Dingen mehr. Vielleicht stellen wir noch einmal eine Frage nach diesen Grenzen. Wo liegen sie für Sie? Wo sind die Grenzen der Kunst? Wo sehen Sie die? Ja, ich hatte, sorry, eigentlich einen ganz anderen Ansatzpunkt noch, eine Frage. Wir reden ja über 70 Jahre Grundgesetz, Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Und das, was jetzt diskutiert wurde, finde ich alles eine sehr klassische Fragestellung. Wo sind Zumutungen der Politik, wo sind gesellschaftliche Gruppierungen, die empfindlich sind oder überempfindlich sind? Mich würde interessieren, eine ganz andere Bedrohung von Freiheit von Kunst und Wissenschaft, nämlich aus ökonomischer Sicht. Wie wird die Wissenschaft unfrei, weil die Forschung in der Uni nicht mehr frei forscht, sondern von Geldmitteln, von Drittmittelgebern bestimmt wird? Wie wird die Kunstfreiheit eingeschränkt dadurch, dass Verlage zusammengelegt werden, nicht viele kleine Verlage kaputt gehen, weil einfach das Geld und die ökonomische Macht Dinge sehr einengen und dadurch Freiheit von Kunst und Wissenschaft ganz subkutan, ohne dass eine Partei oder Gruppierung sagt, das wollen wir nicht, sondern einfach, weil die ökonomischen Zwänge so sind, wie sie sind. Das scheint mir eine sehr große Gefahr für Kunst und Wissenschaft, über die wir noch gar nicht geredet haben. Wir springen jetzt ein bisschen thematisch. Ich glaube, Frau Hillerbrand, von Ihrer Reaktion her würden Sie da gerne was dazu sagen. Ja, also ich finde es einen sehr schönen Beitrag. Und das ist natürlich etwas, es gibt Bundesländer, in denen müssen Universitäten Gewinn einbringen. Das ist natürlich nicht das Ziel der Wissenschaft. Es gibt andere Bereiche im politischen Bereich, wo wir nie verlangen, dass Gewinn eingebracht wird. Das Militär muss sich nie ökonomischen Kosten-Nutzen-Abwägungen unterwägen. Warum muss es die Lehre, warum muss es die Forschung, warum muss es die Ausbildung? Und das ist tatsächlich etwas, was wir in Teilen sehen. Eine Art von Reduktion wissenschaftlicher Freiheit in Teilen auf bestimmte Art von Forschung, die ökonomischen Gewinn bringen kann. Jetzt muss man sich aber auch, wenn man das kritisch sieht, fragen, ist eine gewisse Auftragsforschung wirklich mit der Art von Freiheit der Forschung unvereinbar? Wir haben gute Beispiele, Bell Labs nur als Beispiel, wo mehrere Nobelpreisträger, wo Grundlagenforschung vorangetrieben wurde, obwohl sie ökonomischen Zwängen unterlag. Das ist die eine Frage. Ich glaube, diese Art von diese allgemeine Freiheit der Forschung, die wir gerne hätten, ist schwierig zu rechtfertigen. Ich glaube, die einzige Rechtfertigung, die wir, glaube ich, finden können, liegt, glaube ich, nicht in der Autonomie, nicht in diesem, wir brauchen Freiheit der Forschung für den Erkenntnisgewinn, sondern wir brauchen eine freie Forschung, eine bestimmte Art freier Forschung, weil sie die Grundvoraussetzung für unsere deliberative Demokratie ist. Und ich glaube, das verbindet sich sehr gut, was am Anfang mal gesagt wurde heute, das fand ich sehr schön, ja? Muss ein freies Land freie Wissenschaft oder freie Kunst aushalten? Und ich glaube, es ist sogar andersrum, vielleicht braucht das freie Land die freie Wissenschaft genauso wie die freie Kunst. Ja, man könnte auf dem Bereich der Kunst davon sprechen, dass zu der Freiheit der Kunst auch gehört, auf diese Freiheit in gewisser Weise zu verzichten. Also das erleben wir gerade bei den Künstlern. Es gibt erstaunlich viele Künstler, die Aufträge übernehmen. Das sieht man auch jetzt in der Ausstellung, wo eben Michael Jackson einen Künstler gefragt hat, ihn in einer klassischen Reiterpose zu malen. Und dergleichen gibt es sehr viele Unternehmen beispielsweise auch, sehr reiche Sammler, die auf Künstler zugehen und sagen, mach mir doch mal was. Es gibt
dann Künstler, die sagen, okay, ich verziere eine Wodkaflasche oder ich gestalte dir deine Superjacht entsprechend, so wie Jeff Koons das gemacht hat, entsprechend bunt und lukrativ. Und das dürfen Künstler natürlich und trotzdem gefährdet es auch in gewisser Weise den Status der freiheitlichen Kunst, deshalb, weil man sie nicht mehr als so ungezwungen, als so freiheitlich wahrnimmt, sondern als irgendwie käuflich und irgendwie Teil einer Gesellschaft, in der es dann doch vor allem um Repräsentationsgelüste geht und nicht um das Irritationsmoment, um das Außerweltliche, um Dinge, die eben nicht klassischerweise auf dem Markt der Luxuswaren zu haben sind. Und da verschleifen sich im Moment bestimmte Grenzen, weil Künstler plötzlich ihre Autonomie als nicht mehr so relevant betrachten. Das hat auch angefangen mit dem riesen Anstieg des Kunstmarktes natürlich und absolut. Des Kunsthandels. Also der Kunsthandel hat in dem Sinne sehr viel bewegt und der Kunsthandel hat auch Wege geschafft, um einen Finger, um Bedeutung zu kriegen bei den Großausstellungen. Also eine Documenta geht noch ein bisschen, aber wenn wir von vielen Biennalen reden, dann werden die natürlich letztendlich auch getrieben durch den Kunsthandel und dann wissen wir, dass der Kunstmarkt bestimmt, welche Künste da letztendlich gezeigt werden können. Gerade weil die öffentlichen Gelder fehlen, weil die öffentlichen Gelder nicht ausreichen, müssen die Werke vom Kunstmarkt hergestellt und produziert werden. Und das führt zu einer großen Unfreiheit. Also ich denke, dass wir da vorsichtig sein müssen. Und das hat man auch auf dem Schirm gekriegt in den letzten Jahren, nur das hört nicht auf. Und also die fehlende öffentliche Zuwendungen, die werden sich bemerkbar machen in der Freiheit bzw. Unfreiheit der Kunst. Wenn sie nicht fehlen, dann machen sie sich auch bemerkbar. Es ist nämlich so, dass das Wissenschaftssystem und das Kunstsystem in unterschiedlicher Weise marktförmig sind. Öffentliche Wissenschaft, Wissenschaft in einem ganz anderen Umfang öffentlich gefördert wird, als jedenfalls die bildende Kunst. Anders ist es bei den Orchestern zum Beispiel. Aber auch, dass eine öffentliche Finanzierung für Wissenschaft zur Verfügung steht, ist noch nicht eine Garantie von Kunstfreiheit. Die wird zwar begründet über Kunstfreiheit, ist aber noch keine Garantie, denn die öffentliche Hand neigt dazu, in erheblichem Umfang ihre Zuwendungen von einem, sagen wir, utilitaristischen Wissenschaftskonzept abhängig zu machen oder von einer instrumentalistischen Leistung von Forschung, die gegen die Ansprüche formuliert, gegen die das Freiheitsprivileg von 5.3 gerade sozusagen ein Antidot hält. Wenn Sie öffentlich nur noch Forschung finanziert bekommen, die mit dem Anspruch auftreten kann, sehr unmittelbar und direkt zu einer Lösung irgendeines gesellschaftlichen, ökonomischen, technischen, was weiß ich, Problems beizutragen, dann ist auch das eine Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit. Und das ist eine ganz reale Tendenz. Ich möchte nochmal wegkommen von der Finanzierung. Wir haben von einigen konkreten Angriffen auf Kunst und Wissenschaft oder Infragestellungen oder Entwicklung gehört. Frau Hillerbrand, was kann man denn tun, um die Bevölkerung vielleicht auch dafür zu sensibilisieren, dagegen sich auch zu wehren? Es gibt zum Beispiel diesen March of Science. Ich weiß nicht, was Sie davon halten. Es gibt diese uns allen jeden Freitag sichtbaren Demos, Fridays for Future, wo inzwischen Tausende, Zigtausende von Schülern weltweit demonstrieren, unterstützt inzwischen von knapp 28.000 Wissenschaftlern. Sind das die richtigen Zeichen oder ist es dann auch wiederum eine Vereinnahmung der Wissenschaftler für etwas? Wo kann es lang gehen? Also ich finde die Beispiele, die Sie erwähnt haben, sehr ambivalent zumindest. Ich glaube, wenn die Frage wirklich ist, was könnte man tun, um der Freiheit der Wissenschaft dienlich zu sein, dann glaube ich, hatte der allererste Beitrag der Schülerin den richtigen Punkt gebracht. Also wenn ich Wissenschaft vor allem jetzt erstmal als Naturwissenschaft verstehe, dann ist es, finde ich, fast schon schockierend, wenn ich höre, ja, wir reflektieren über unsere Methoden in der Geschichte, über Quellenanalyse und Naturwissenschaften werden als Faktenwissen gelernt. Argumente, ich glaube, viel von dem, was wir gesagt haben, war
raus mit den Emotionen, wieder zurück zu Argumenten, ad hominem Argumente. Ein Argument wird nicht, von Kant wird nicht weniger wert, nur weil es jemand gesagt hat, der anderweitig komische Meinungen vertreten hat. Der Papst sagt nicht notwendigerweise inkorrekte Argumente. Auch das Argument des Papstes kann stichhaltig sein, auch wenn ich mit der katholischen Kirche nichts zu tun habe. Und diese Versachlichung der Debatte ist das eine, wieder zurück zu den Argumenten, aber dazu gehört auch, dass ich weiß, was Wissenschaft, Naturwissenschaft jetzt eng verstanden ist. Und das heißt, die Methode zu lernen, ne, und nicht die Fakten, ne, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, hat mit Wissenschaft erstmal nichts zu tun. Ne. Wissenschaftlich wäre zu sagen, nee, das glaube ich nicht, weil alle meine empirischen Belege sind andersrum. Ja, und wie viele Leute wissen oder haben gelernt, was die Belege sind dafür, dass sich die Erde um die Sonne dreht? Wir haben die Fakten gelernt. Ne. Und das finde ich, ich glaube, da ist wirklich Tür und Tor geöffnet, weil dann überhaupt keine Basis mehr da ist, Wissenschaft vom Pseudowissenschaft zu unterscheiden. Wir können dann sagen, es sei evidenzbasiertes Wissen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Ja. Jeder sieht aber was anderes. Okay, Kilian, ich würde gerne noch mal an der Stelle vom Publikum wissen, was Sie meinen, wie es nach der ganzen Diskussion jetzt, was Sie meinen, wie es um die Freiheit der Wissenschaft und Kunst steht und was es für ein hohes Gut ist, um darum zu kämpfen. Vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Genau, wir haben schon eine Wortmeldung in der ersten Reihe. Also ich möchte ganz kurz sein. Also ich freue mich, dass ich heute mich beteilige bei diesem Veranstaltung. Großartig. Und durch Grundgesetz Deutschland ist nach meiner Meinung Weltfriedensmacht geworden mit 1 Million Flüchtlinge. Ohne dieses Grundgesetz konnte Deutschland nicht, ohne Artikel 1 konnte Deutschland das nicht. Die Würde der Menschen ist unantastbar. Das hat Deutschland gezeigt und ich wünsche, dass globales Grundgesetz entsteht durch Deutschland oder vielleicht kontinentales Grundgesetz. Europa muss auch Großkontinent werden für Gerechtigkeit, obwohl das kleinste geografische Kontinent ist. Ich danke Ihnen. Danke. Ah, dann haben wir da noch eine Wortmeldung. So. Ich würde mich nicht gerne auf Michael Jackson beziehen, obwohl ich auch dazu zur Bundeskanzlerin gelesen habe, dass es also sozusagen eine psychologische Betreuung der Zuschauer gibt. Ich habe aber aus dem eigenen Hause und betone, ich bin der Bundeskunsthalle seit 1992 sehr verbunden und sehr dankbar. Zwei Beispiele in derselben Ausstellung in wenigen Bilder oder Bildungsmetern, Kirchner Ausstellung, habe ich bei der Eröffnung mit Bestürzung gelesen, wie das Publikum sozusagen in dem vorauseilenden Kotau vor der politischen Korrektness darauf hingewiesen wird, Achtung, hier ist ein Bild der berühmten badenden Szenen, so würde man ja heute junge Mädchen in diesen quasi anstößigen Szenen nicht mehr präsentieren. Passt zu Valtüs. Wenige Meter weiter hängt eine Papierarbeit, die Kirchner selber Negerköpfe oder was auch immer betitelt hat. Daneben der korrekte Hinweis, so würde man das heute nicht mehr ausdrücken. Ich greife auf die Dame von eben zurück, es wird leider ein bisschen länger. Als wir in den 70er Jahren in der hervorragenden Krefelder Museumslandschaft dorthin geführt wurden, bei Eltern von Bekannten, diese badenden Hängen hatten, hätte von unseren christlichen Elternhäusern niemand gesagt, du darfst da nicht im Kundesunterricht hingehen, du darfst nicht mehr zu dieser Familie gehen, wo es auch Badende hängt. Denn Achtung, du als 14- oder 12-Jährige könntest ja Anstoß an Posen nehmen. Die beiden Begriffe, heute ist das Wort Neger gefallen, die badenden Szene mit dem leichten Hinweis auf die MeToo-Debatte. Ich habe mich geschämt für unsere museumsbetreute sozusagen Bildungslandschaft, nämlich als Philosophin mich gefragt, wie wenig Zutrauen hat man noch in das kritische Urteilsvermögen eines selbst auch nur Bildung, Kunstbildung Lernenden, vielleicht auch laienhaften Museumsbesuchers. Kann man dem nicht zutrauen, dann zu fragen, warum heißt das jetzt hier Neger? Wir haben gelernt, die Leute sind dafür verfemt worden, dass sie die Negerplastik nachgeahmt haben. Sie sind als entartete Künstler bezeichnet, ihre Werke verramscht, verkauft, verbrannt und so weiter geworden. Das in den 70er Jahren Kunstvermittlung im Unterricht. Wir haben gelernt, Neger sagt man nicht. Ab den 1960er Jahren kamen erst die Begriffe auf, wie Schwarzafrikaner, was auch immer Afroamerikaner, im Rahmen der schwarzen Bewegung, völlig zu Recht. Aber dass man einen Künstler dafür, dass er in einer Zeit, wo eben sicher kulturimperialistisch noch eben der Begriff Neger halt einfach der Wortbegriff war,
dafür sozusagen jetzt in Schutzhaft nehmen muss und dem Publikum erklären müssen, Achtung, 30er Jahre, sagte man Neger. Und das würde man heute natürlich nicht mehr so sagen. Nicht mehr so oft, genau. Ja, ich habe mich für unsere Bildungslandschaft geschämt. Ich fand es wirklich einen mehr als großen Kutau vor der politischen Correctness. Herr Wolfs. Ich habe das natürlich anders gesehen. Ich habe das als einen Auftrag gesehen. Ich habe das als einen Bildungsauftrag gesehen. Ich habe das auch als einen Bildungsauftrag gesehen, um ein historisches Phänomen auf diese Art und Weise einzuordnen. Und ich würde das auch weiterhin machen. Und ich habe da auch Kritik dafür gekriegt. Ich habe auch die verschiedenen Wortmeldungen gesehen bei uns im Gästebuch und sind auch zu uns gekommen. Ich würde das aber trotzdem wieder machen. Ich würde das wieder machen, weil ich denke, dass es dem Kirchner letztendlich nichts zu kurz gemacht hat. Es hat Kirchner nicht heruntergefahren, es hat Kirchner nicht heruntergebracht, es hat die Werke in ihrem Wert gelassen, aber wir haben Fußnoten dazu platziert. Und diese Fußnoten ist ein Subtext, der auch gelesen werden kann. Ich sage nicht, die auch gelesen werden muss, die auch gelesen werden kann. Und da sehe ich eigentlich gar kein Problem da drin, dass das da steht. Sie können es lesen, Sie können es nicht lesen. Ich finde es ein Service im Sinne des Bildungsauftrags, um das dann doch zu machen und um diese Einordnung nochmal klar zu machen und damit gleich auch klar machen zu können, dass eine historische Position betrachten immer etwas ist, wobei man imstande sein muss, um diese historische Position und die aktuelle Position miteinander zu verbinden und miteinander zu vergleichen und eine Reaktion darauf zu formulieren. Dann haben wir hier noch eine Wortmeldung. Ich wollte zwei Aspekte ansprechen. Das eine sind die permanenten Gefühle anstelle von Argumenten. Ich danke dem Herrn in der ersten Reihe für die Erinnerung an Artikel 1, der heißt nämlich, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht das sich wohlfühlen des Menschen ist unantastbar. Und wir bewegen uns in so eine Wellness-Zone, in der es also quasi ein Schutzrecht beansprucht wird auf Zumutungen, auf emotionale Zumutungen. Und wenn es stimmt, dass uns das aber als Individuen und als Gesellschaft zur Entwicklung verhilft, dann soll da Entwicklung stillgestellt werden. Und was das an der Universität zu tun hat, das verstehe ich sowieso nicht. An der Hochschule soll man sich doch entwickeln. Wie kann dann Entwicklung beansprucht werden, dass sie stillgestellt werden soll, weil Irritationen vermieden werden sollen? Das ist der eine Punkt. Ich wollte aber auch noch mal auf den Aspekt kommen, den Sie alle betont haben, dass Kunstwerke sehr stark herausgenommen werden aus ihren Kontexten, aus ihren Entstehungskontexten, aus historischen Bedingungen. Hat das nicht auch was damit zu tun, dass sie allgegenwärtig sind, dass sie permanent da sind, genauso wie wissenschaftliches Wissen herausgenommen wird aus seinen Voraussetzungen, weil es ja permanent zugänglich ist, überall für jeden sofort zugänglich ist und dass das dazu beiträgt, dass die Kontexte aus dem Blick geraten und dass wir müssen uns angesichts der Digitalisierung überlegen, wie kriegen wir die Kontextualisierung wieder hin. Das ist eine sehr anspruchsvolle und schwierige Aufgabe. Ich habe dazu keine Antwort, aber ich würde gerne wissen, was Sie dazu sagen. Also ich glaube, das passt. Ja. Das passt als schöner Übergang zurück auf die Bühne. Wir haben es am Anfang gehört, Herr Strohschneider hat es, glaube ich, gesagt, zurück zur Komplexität. Das habe ich diesmal nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich für die Irritationen bin. Aber das Schöne würde ich direkt sagen, ist auch bei der Digitalisierung, auch, dass man zu jedem Kunstwerk sofort die Hintergründe mitlesen, mitfinden kann. Also zu dem Bild, was wir vorhin hatten, diesem Open Casket, kann man ja sofort mitlesen, in welchem Zusammenhang das entstanden ist, was für eine Diskussion es drum gab. Es wird ja meistens nicht nur als reines Bild geliefert oder zumindest, wenn man will, kann man ja sofort sich alle Komplexität dazu beschaffen. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Ich bin auch grundsätzlich erstmal für das, was Hannah Arendt Denken ohne Geländer genannt hat. Also nicht zu viel Anleitung, den Leuten zutrauen, dass sie auch als emanzipierte Besucherinnen und Besucher ins Museum gehen und noch emanzipierter daraus heraustreten. Und trotzdem sehe ich das etwas ambivalenter, glaube ich. Und zwar, weil die politische Korrektheit, die ja jetzt leicht so als so ein Schmähbegriff verwendet wird, natürlich sehr berechtigte Anliegen hatte, als sie in den 70er Jahren aufkam. Es ging immer um
Rechte, die erkämpft werden sollte. Da sind wir auch wieder bei den Rechten, und zwar Minderheitenrechte, auch wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt sagen, naja, die sollen sich doch nicht so haben, die sollen nicht so empfindlich sein, alles Mimosen, dann sagen das natürlich in der Regel Menschen, die relativ gut gestellt sind, die privilegiert sind in mancherlei Hinsicht, weil sie aus einem bildungsbeflissenen Haushalt, Elternhaus beispielsweise kommen, oder weil sie wohlhabend sind. Und es geht oft bei diesen Diskussionen schon auch, es gibt Übertreibungen, darüber haben wir auch viel gesprochen, aber es gibt auch berechtigte Anliegen. Und auch berechtigte Anliegen übrigens, was den Kulturbetrieb angeht. Wenn wir uns angucken, wie wenige Frauen weiterhin in den Sammlungen vertreten sind, warum werden Frauen, Künstlerinnen immer noch schlechter bezahlt auf dem Kunstmarkt? Warum werden immer noch seltener weibliche Künstler in Ausstellungen, Einzelausstellungen gewürdigt? All solche Fragen kann man durchaus stellen. Und nicht an das einzelne Kunstwerk, um das dann abzuhängen, sondern um die Frage so auch der Geschlechtergerechtigkeit, der Diversität, das sind alles Fragen, die innerhalb des Systems, des Apparats viel stärker noch diskutiert werden müssen. Und ich glaube, dahingehend gibt es auch innerhalb dieser ganzen Freiheitsdebatten wichtige Impulse, die man aufgreifen muss. Also auch eine Portion Selbstkritik. Ich hätte jetzt am Ende, es ist nämlich schon nach 9:30, von Ihnen allen vier ein kurzes Statement dazu, warum auch nach dieser Diskussion, wir wollen die Zuschauer ja am Ende mit einer positiven, naja, ich will es nicht nennen, Mission, nicht Mission entlassen, aber zumindest wollen wir noch mal festhalten, warum es im Jahre 2019 wichtig ist, für die Freiheit von Kunst und Wissenschaft zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Frau Hillerbrand. Ich glaube tatsächlich, dass der Erkenntnisgewinn, den sowohl die Kunst als auch die Wissenschaft liefert, eine grundlegende Voraussetzung ist für unser demokratisches Zusammenleben, wenn wir es als deliberative Demokratie und nicht allein als Interessensabwägung verstehen. Herr Wolfs. Ja, für mich ist es vor allem wichtig aus der Perspektive der Toleranz heraus, aus der Perspektive des Respekts für die Möglichkeiten, die noch nicht vom Anfang an gedacht worden sind, heraus. Und ich glaube, dass wir nach wie vor dafür kämpfen müssen. Wir müssen auch die Kunst und auch die Wissenschaft erlauben, auch zu provozieren, Dinge, Debatten heraus zu provozieren. Wir müssen auch der Kunst erlauben, letztendlich Wege aufzuzeigen, die wir noch nicht gekannt haben. Wir müssen Neues in die Welt setzen, obwohl man nicht mehr alles neu machen kann, weil alles schon gemacht worden ist. Das sagen wir dann auch immer natürlich noch dazu. Aber wir müssen neue Methoden finden, und wir müssen Haltungsweisen und wir müssen Perspektiven finden. Und die Kunst ist dafür sehr geeignet, die Wissenschaft ist dafür auch sehr geeignet, würde ich mal sagen. Und wir müssen schauen, dass die Kunst auch letztendlich nicht allzu sehr instrumentalisiert wird. Sie muss auch nicht im Sinne der Kulturförderung instrumentalisiert werden, weil wir müssen aufpassen. Inhalte werden langsam nicht mehr gefördert. Flankierende Maßnahmen werden gefördert. Marketing, Kommunikation, Inklusion, Integration, die letzten zwei sehr wichtige und gute Begriffe, aber da geht die Förderung hin. Und die Inhalte an und für sich, die verschwinden langsam, und da müssen wir aufpassen dafür. Herr Rauterberg und Herr Strohschneider, Sie machen das jetzt in drei Sätzen jeweils. Also da gibt es tatsächlich so Bemühungen auch der Befriedung. Und tatsächlich ist für mich die Kunst auch immer eher ein Ort der Befremdung, dass ich nicht verstehe auf Anhieb, worum es geht, dass ich mich seltsam berührt fühle und diesem Gefühl dann auch erstmal nachspüre. Aber eine Sache möchte ich doch noch loswerden. Ich glaube, die Freiheit und die Gefährdung der Freiheit sind ja ein Symptom in gewisser Weise für einen Mangel. Und dass so viele politische, soziale Konflikte, Gerechtigkeitsfragen plötzlich in den Arenen der Kultur diskutiert werden, hat natürlich damit zu tun, dass man das Gefühl hat, auf politischer Ebene sind sie nicht mehr zu lösen oder werden nicht ausreichend angegangen. Und das heißt, die Freiheit der Kunst ist, glaube ich, lässt sich am besten schützen, indem die Politik wieder stärker ihre Rolle ernst nimmt und Dinge, Probleme wirklich anfasst, ob das Rassismus ist oder was auch immer. Herr Strohschneider. Naja, dass ich auf dieser Linie weitermachen würde, ist ja irgendwie vorhersehbar, nachdem ich gesagt habe, dass es sich an vielen dieser kritischen Symptome um Akte der
Depolitisierung handelt, die ich für hochgradig riskant halte. Aber wenn ich nur noch einen Satz habe, dann würde ich sagen, die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft sind deswegen zwingend nötig in einem ganz funktionalen Sinne, weil wir ohne freie Kunst und Wissenschaft mit der Überkomplexität, der gesellschaftlichen Überkomplexität unserer Welt überhaupt nicht umgehen können. Ich danke Ihnen allen sehr. Ich danke auch Ihnen, dass Sie so lange und so interessiert zugehört haben und so gute Beiträge kamen. Sie können diese Veranstaltung nochmal nachschauen im Internet auf der Seite der Bundeskunsthalle oder der DFG. Sie können sie auch gerne weiterempfehlen und Sie können auch gerne im Herbst diesen Jahres wiederkommen zu Science On. Dann findet hier eine neue Veranstaltung statt zu einem anderen Thema. Wir freuen uns und wir sagen auch Ihnen Tschüss, die am Livestream mit dabei waren. Wie gesagt, im Herbst wieder einschalten. Danke Ihnen allen.